Da ich davon ausgehe, dass es heute Abend noch spannend genug ist, haben wir beschlossen, pünktlich anzufangen, um sie nicht gleich am Anfang auf die Folter zu spannen. Das macht man ja oft gerne so bei Konzerten. Künstler lassen auf sich warten. Nicht so. Karin Slaughter, welcome to St. Catherine Church. You deserve the applause. On the other hand, the more you clap your hands, the later we start. You've been traveling through Germany a lot. You've been reading in many parts. You've been to Munich, from Munich to Hamburg and Stuttgart, different places. You've been reading in theaters. You've been reading at BMW, where the cars are. And you also been reading, I just heard this, that's spooky. You've been reading in an operation, not the obduction, I don't know what this is in English, the place where the medical people have the take out. Ich sehe, Sie verstehen, was ich meine. Mein Name ist Frank Engelbrecht, ich bin halt nur der Pastor, nicht der Übersetzer. And now you come to a church. And this church is as big as a hall. You could put in a lot of cars in here. This place has something of a theater, I would say. Every Sunday we have a holy play. And also we are dealing with dead and living people. Under this church are a lot of graves. People have been buried under this church. Over there, we have a Christ hanging up there. It's a real criminal story with him. And when you read the text, it's sometimes very spooky. I changed to German for a second, so it's not a dialogue only. Ich freue mich sehr, dass wir diese Lesung heute Abend haben, und ich freue mich vor allem, dass Sie heute so zahlreich hier erschienen sind in St. Catherine zu dieser Harbourfront-Lesung. Und ich habe noch kurz eine Vorbereitung auf diesen Abend mal ein bisschen gelesen, und in einer Verlagsankündigung wurde also das neue Werk von Karin Slaughter sehr hochgelobt, und es hieß dort, Sie dürfen auf keinen Fall vergessen, dieses Buch in Ihre Badetasche mit an den Strand zu nehmen. So. Jetzt sitzen wir nicht am Strand, sondern in einer Kirche. Ich finde, das hat eine Bedeutung, dass ihre Tour, die sie fährt, tatsächlich sie durch Theater führt, durch Autohallen und Obduktionssäle, und dass wir das Ende in einer Kirche machen. Das hat irgendwie eine Stärke, finde ich, ehrlich gesagt. Zumal diese Kirche, wenn wir ihre Geschichte betrachten, echte Kriminalgeschichten und Thriller zu erzählen hat. Diese Kirche hat gelacht und geweint, sie ist zerbrochen und zerstört, sie hat Gewalt gesehen und sie hat Wiedergutmachung erlebt und ist wieder aufgebaut worden eben genau dafür. Und im Herzstück dieser Kirche steht die Bibel, ein Buch, der Neues Testament jedenfalls, mit der Frage, und das ist ja auch in dem Buch hier so, wer ist das da eigentlich, dem ich da begegne, sehr zentral eine Rolle spielt. Jesus selbst sagt einmal zu den Menschen, zu seinen Jüngern, sagt mir mal, was sagen die Leute eigentlich, wer ich bin? Und wenn er durch die Lande geht und der Held ist, dann fragen die Leute auch zu ihren Helden, wer ist der eigentlich? Und das ist ja auch ein bisschen in dem Buch heute so. Und ähnlich wie in diesem Buch ist es in der Bibel auch so, dass es tatsächlich teilweise sehr blutig, sehr gewalttätig vor sich geht. Und es gibt viele Menschen, die fragen dann, darf man sowas überhaupt aufschreiben? Motiviert das Menschen nicht dazu, dieser Gewalt zu folgen? Aber ich vermute, dass eine gute Literatur, und dazu zähle ich das Buch, für das ich so als Pastor stehe, die Bibel auch, in ihrer ganz eigenen Art und Weise, dass eine gute Literatur in ihrer Poesie Gewalt nicht erzeugt, sondern dass sie dafür da ist, die gute Literatur ebenso wie diese Heilige Schrift
dass sie sich der Gewalt, die es in dieser Welt gibt, die in uns steckt, die wir ausagieren oder manchmal auch nicht, dass sie sich der stellt, damit wir sie nicht zur Seite stellen müssen und sie uns von hinten ergreift. So, das war jetzt bannig pastoral. Ich hoffe, Sie haben Ihr Kapitelchen gelernt und sind jetzt so richtig gespannt und denken Sie, wann hört er endlich auf? Er hört jetzt auf. Es ist mir eine ganz große Ehre. Willkommen zu Hause heute Abend, Dietmar Wunder, Regula Henske und am allermeisten natürlich unsere Thriller-Queen, Karin Slaughter. Dankeschön. Dankeschön, lieber Pastor Engelbrecht, für diese schöne Begrüßung und das herzliche Willkommen, das Sie uns bereiten. We of course say thank you to Frank Engelbrecht for welcoming us. Sehr schön, dass Sie heute Abend hergefunden sind, finden wir drei hier oben natürlich auch. We're also happy, just like he is, that so many people showed up. Aber wir haben auch nicht daran gezweifelt, dass Sie kommen würden. But we didn't doubt that people would come to see you and listen to the reading from your book. Ich darf auch sehr herzlich begrüßen die Menschen draußen im Lande, wie die Politiker ja immer sagen, also die Fans von Karin Slaughter, die Leser und Zuhörerinnen natürlich auch, die jetzt am Livestream das Ganze mitverfolgen über Lovely Books. Also auch Sie gehören hier heute Abend zu dieser Gemeinde in St. Katharinen in Hamburg. Also the people who are watching this event on the internet, they're also part of the community in this church tonight. Ja, herzlich willkommen. Fangen wir gleich an. Der Ort inspiriert ja wirklich. Ich hoffe, er hat Sie auch inspiriert, Ihre Mobiltelefone auf lautlos zu schalten. Karin, this church, of course, is a very old building. You don't have churches as old as this one in Georgia, I assume. Do you often do readings in churches? Is that something that you do in the States as well? Not often, but there's a great event in Atlanta called the Decatur Book Festival, and it's always held, or my part of it is always held in a church, and it's really great to see all those people there, but it always reminds me of my grandmother, because some of my worst spankings were at her church, where I had gotten into so much trouble that she spanked me with her hand and I couldn't sit down for days. Oh, poor you. Poor her. Yeah. I don't know. Also, sie hat nicht sehr oft Veranstaltungen in Kirchen, danach hatte ich sie ja gefragt. Aber es gibt ein Festival in Atlanta, das auch in einer Kirche stattfindet und das findet sie immer sehr schön. Sie hat ansonsten an Kirchen nicht nur gute Erinnerungen, denn die Kirche, die sie mit ihrer Großmutter besuchte, dort hat sie die schlimmste Haue ihres Lebens bekommen, weil sie etwas gemacht hat, das sich mir jetzt noch nicht ganz erschlossen hat. Und die Großmutter hat sie furchtbar verhauen und sie konnte einige Tage nicht sitzen. So what did you actually do to cause your grandmother to do that? I don't know. Now, do you want to confess? Confess your sins maybe tonight? Well, I would draw in her Bible. I like drawing little cartoons in her Bible that she had from her grandmother. And then I would, I tore a page once. I was very young, so I didn't think these were bad things. I just thought, well, you know, when you're a kid, you think you can do anything. But there were nice pictures, probably. Yeah. But the one thing I remember is she loved to introduce me to her friends after the service. And she would say, you know, this is Mrs. Smith or this is Mrs. Jones. And as soon as the woman turned around, she would say something awful like, well, you know, she drinks too much. Or, you know, her husband wears her underwear or some, you know. And I think that gave me my early desire to write crime novels because everyone had this really awful dark secret. But of course, my grandmother, if someone said anything about her, she was just furious because it was so rude to gossip. Also sie selber weiß eigentlich auch nicht genau, warum die Großmutter sie verhauen hat.
weil sie als Kind natürlich dafür auch gar kein Unrechtsbewusstsein hatte. Aber es wird wohl so gewesen sein, dass sie in der Bibel der Großmutter, die wiederum schon von ihrer Großmutter geerbt hatte, ein bisschen herumgekritzelt hat und vielleicht auch mal eine Seite herausgerissen hat. Sie hatte aber eigentlich, war sich keiner großen Schuld bewusst. Diese Großmutter hat etwas Interessantes getan. Die hat dann nach dem Gottesdienst zwar ihre Bekannten freundlich begrüßt, aber sobald die sich umgedreht hatten oder sie selbst ihnen den Rücken zugedreht hatten, hat sie dann über die Leute hergezogen. Also die Mrs. Smith trinkt zu viel und die andere hat einen Mann, der heimlich ihre Unterwäsche trägt und solche Geschichten. Und das hat schon sehr früh in ihr sozusagen diesen Funken geschaffen, dass sie sozusagen die Geheimnisse anderer Menschen kennenlernen möchte oder vielleicht dann eben auch sozusagen diese Widersprüche haben sie zum Krimi auch gereizt. So would you say that your writing is inspired by the wish to get to know something about other people's secrets? Oh, absolutely. And I'm the youngest of three girls, as you know, and I was constantly collecting secrets about my sisters. So if I got in trouble for something and they found out and they said, we're going to tell mom and dad, I would say, well, I'm going to tell dad about that boy on the couch with you or something like that. Also auf jeden Fall, sie hat ja mehrere ältere Schwestern und da war das schon allein aus Gründen des Überlebens notwendig, auch Informationen zu sammeln, um dann zu verhindern, dass die Schwestern sie verpetzten. Dann konnte sie sagen, okay, wenn ihr das erzählt, dann werde ich aber erzählen, was da mit dem Jungen auf der Couch passierte und so weiter. So, just before the reading, when you met your fans, the bloggers, you also said that, but you also like to keep secrets for yourself, mm-hmm. and you don't even tell your editor everything that's going to be in a story. So writing seems to be also like finding out one's own secrets or maybe revealing a little bit. Well, it is, you know, and you're a writer, so you know this. Sometimes you just write things and you laugh and think, you know, oh, how wicked am I? Or you think yourself very funny. And of course, if your editor doesn't agree with you, then the editor is wrong. But it is, it's a conversation you have with yourself. And I really like that layering of secrets. And one thing I like about this book a lot, Criminal, is that we find out as readers secrets about Will that Will doesn't know about himself. And I love that because I still know things about my sisters that one day I will tell my father. And, you know, just having those that I know and they've forgotten and nobody else knows is a wonderful thing. Mm-hmm. Seems like you lack the power also yeah, to be in yeah. control. Also, das ist tatsächlich sehr schön, auch wenn man sozusagen etwas weiß, was dann der Lektor, die Lektorin noch nicht weiß und wo sie dann ihre Freude hat beim Schreiben. Manchmal denken dann auch die Lektoren, das wird nicht funktionieren und man merkt dann aber auch mit dem Publikum, dass es doch funktioniert. Also die Geheimnisse bedeuten natürlich auch, dass man im Grunde gerne die Macht über die Kontrolle über etwas hat. Sie hat immer noch Geschichten von ihren Schwestern, die sie vielleicht irgendwann mal dem Vater erzählen könnte und die Schwestern selber aber schon längst vergessen haben. In dem Roman, um den es heute geht, Bittere Wunden, Criminal, da ist es tatsächlich so, dass dann die Leser mehr über Will Trent wissen, als er über sich selbst. So you already mentioned Will Trent and that we find out something about him in this novel. Of course, also he finds out something about himself. So I think we should pretty soon start with the reading. Mm-hmm. We should just tell the audience a bit what happens in chapter one before the two of you take over. Also wir werden jetzt gleich den ersten Leseteil machen. Karen Slaughter wird ein bisschen auf Englisch lesen und sie mit Will Trent sozusagen in die Wohnung seiner Freundin Sarah Linton nehmen, die noch Krankenhausdienst hat. Die Romanze zwischen den beiden ist ja noch recht jung. Es ist noch nicht alles so ganz eingeübt zwischen ihnen. Und sie werden dann auch gleich hören, dass er doch eigentlich da schnell verschwinden will, bevor sie nach Hause kommt. Sie soll ja nur nicht denken, dass er da sehnsüchtig auf sie gewartet hätte. Vorher gibt es ein erstes Kapitel, das wir auslassen. In dem lernen wir eine junge Frau kennen, die drogensüchtig ist und sich prostituiert. Und diese Frau trifft dann abends, als sie unterwegs ist, auf einen Mann. I think that's an interesting thing to mention since we are in the church.
in your first chapter, Lucy, who's a prostitute and a junkie, and we are quite afraid of what might happen to her. She meets a man, and he has a book in his hand, but it's not the newest Karen Slaughter, it's the Bible. Yes. And maybe the minister of this church would first think that's quite nice, that he should be carrying a Bible, but actually we fear what is going to do. So is that a point you also wanted to make about religion in this book? Well, slightly. You know, a long time ago, there was a great salesperson in a bookstore, and she was about 300 years old. And she told me about, she loved my books, my earlier books. She passed away, unfortunately. But she said, you know, even though you're trying not to write about religion, you can't write about the southern part of the United States without talking about religion. And so that's why one of my books was called Faithless in her honor. And it's full of religion. And it's something that we drink from our mother's milk. So even though I was a very wicked child and I got in trouble in church all the time, and one of the biggest things I got in trouble for was asking the teacher why in the pictures of Adam and Eve they had navels. She couldn't answer that. But, you know, even though I was in trouble all the time, religion does in some ways soothe me. I love hymnals and I love the idea of religion. I don't like how some people can twist it. And the man in this book, certainly, you can guess he's a bad guy in the first page, is someone who twists it to do something bad. There's so many beautiful things and beautiful parables in the Bible, but people don't tend to concentrate on those. They concentrate on the things that support their bigotry or their ideas of what people should be doing. Also sie hatte mal eine alte Leserin, 300 Jahre alt, eine Frau in einer Buchhandlung, die ihr gesagt hat, du kannst nicht über den Süden der Vereinigten Staaten schreiben, ohne über Religion zu schreiben, weil das so sehr alles durchdringt. Und sie hat sogar sozusagen dieser Frau zu Ehren oder im Gedächtnis einen ihrer Romane Faceless genannt. Der deutsche Titel ist Gottlos aus dieser ersten Grand County Serie. Sie liebt alles, was Schönes an der Religion. Sie liebt die Choräle und es gibt so wunderbare Gleichnisse in der Bibel. Aber leider konzentrieren sich die Menschen oft nicht auf das Schöne, sondern benutzen Religion, sozusagen verdrehen Religion und benutzen sie, um dann ihre eigene Doppelmoral zu rechtfertigen. Und darum geht es dann eigentlich auch um diese Widersprüchlichkeit. Denn dieser Mann im ersten Kapitel, der dann dieser jungen Frau begegnet mit der Bibel unterm Arm, da merkt man schon sehr schnell, dass der die Bibel und die Religion benutzt für etwas Böses, was er wohl vorhat. Also das lassen wir aber heute Abend aus. Wir fangen gleich im zweiten Kapitel an mit Will Trent. Nachdem Karen Slaughter auf Englisch gelesen hat, wird dann Dietmar Wunder auf Deutsch übernehmen, in der deutschen Übersetzung von Klaus Bär. Frank Engelbrecht asked, you know, he drew a connection between Will Trent, who is the hero, and also who is Christ, who are you, the topic in the Bible. Und ich möchte jetzt dieses Thema, das Pastor Engelbrecht vorhin angesprochen hat, doch nochmal aufgreifen. Wer bist du, Dietmar? Du bist natürlich uns schon auch in vielen Rollen bekannt als Schauspieler. Du hast sehr viele Hörbücher eingelesen. Jeffrey Devers, auch wiederum ein befreundeter Kollege von Karen. Also es sind viele Verbindungen auch zwischen euch beiden, die auf dieser Reise, die ihr schon festgestellt habt. Vor allen Dingen bekannt ist natürlich jetzt hier, dass du die deutsche Stimme von James Bond bist in der Verkörperung, also wenn Daniel Craig ihn spielt. Und bevor wir zu Karens Buch kommen, denke ich, es würde doch in dieser Akustik mal schön sein, wenn du uns noch mal sagen würdest, wer du bist. Soll ich das machen? Also, wir sind ja in Hamburg. So, jetzt schließen Sie ganz kurz die Augen. Stellen Sie sich folgende Situation vor. Sie sind jetzt im Hotel Atlantik, an der Bar. Plötzlich kommt ein Mann rein, blonde Augen, blonde Haare. Blaue Augen. Er hat einen Tom Ford-Anzug an, geht direkt an die Bar. Und das Interessante bei Daniel Craig ist ja, er ist ja berühmt geworden dadurch, dass er nicht den berühmten Bond-Satz gesagt hat, sondern etwas, was in Casino Royale ja die ganze Bond-Gemeinde dann sehr verstört hat am Anfang. Aber andererseits haben dann viele gesagt, es ist ja irrsinnig cool, was der gemacht hat. Er kommt an die Bar, dieser Mann mit den blonden Haaren.
sound? War das eine Anmerkung zur Akustik? Weil ich es nicht verstanden habe. Ach so. Es kommt hinten nicht an, dafür kann ich... Ich kann jetzt nur versuchen zu reden weiter und dann vielleicht ein bisschen lauter drehen. Also nochmal, Hotel Atlantik, ein Mann mit blonden Haaren kommt zur Bar, blaue Augen, hat einen Tom Ford Anzug an und geht zum Barkeeper und sagt, ich hätte gerne einen Martini. Der Barkeeper sagt, gerührt oder geschüttelt? Sehe ich so aus, als würde mich das interessieren? Aber... Der Mann mit den blonden Haaren guckt zur Seite und da sitzt ein anderer Herr mit einem Hut und einer Brille. Auch an der Bar des Atlantik. Und er sagt, hey, alles klar auf der Anteria Doria? Ein kleines Eierlikörchen? Hast einen coolen Anzug an, bist ein bisschen spießig, aber ist echt cool. Im Übrigen, ich bin Udo. Wer bist du? Mein Name ist Bond. James Bond. Sie werden aber hören, Dietmar Wunder kann auch Frauenstimmen sehr gut lesen. Das kommt heute Abend noch. He can also do women, and we are going to hear that tonight. But now, let's start with Criminal, bittere Wunden. Und Karen Slaughter fängt jetzt an, Real Trend. Thank you for the hard act to follow there. Will was heading to the front door when his cell phone vibrated in his pocket. Will recognized his boss's number. For a split second, he considered sending the call to voicemail, but he knew from experience that Amanda would not be easily deterred. He answered, Trent. Where are you? Amanda demanded. For some reason, he found the question intrusive. Why? Amanda gave a weary sigh. He could hear noises on her end, the low murmur of a crowd, a repetitive clicking sound. Just answer me, Will. He said, I'm at Sarah's. She didn't respond, so he asked, do you need me? No, I most certainly do not. You're still on airport duty until further notice. Do you understand me? Nothing else. Will stared at the phone for a moment, then put it back to his ear. All right? Abruptly, she ended the call. Will had the distinct feeling she would have slammed down the receiver if such a thing were possible on a cell phone. Instead of leaving, he stood in the foyer, trying to figure out what had just happened. Will replayed the conversation in his head. No obvious explanation jumped out. Will was used to his boss being obtuse. Anger was hardly a new emotion. But while Amanda had certainly hung up on him before, Will couldn't fathom why she cared where he was at this moment. Actually, he was surprised she was even talking to him. He hadn't heard her voice in 2 weeks. Deputy Director Amanda Wagner was an old-timer from the group of cops who easily bent the rules to make a case, but stuck to the manual when it came to the dress code. The GBI required all non-undercover agents to keep their hair half an inch off their collar. 2 weeks ago, Amanda had actually slapped a ruler to the back of Will's neck, and when he hadn't taken the hint, she'd transferred him to airport duty, which required Will to hang out in various men's toilets, waiting for someone to sexually proposition him. The problem was that Sarah had told him she really liked his hair long, which was why he was looking at spending the rest of his career doing a Mr. Bojangles under the bathroom stall of every men's toilet in the busiest passenger airport in the world. But it didn't explain why Amanda had felt the need to locate Will on this particular day at this particular time, or the sound of people gathered in the background, or the familiar clicking noise. Will went back into the living room. The dog shifted on the couch, but Will didn't sit down. He picked up the remote and turned on the television. A basketball game was on. He flipped to the local station. Monica Pearson, the Channel 2 anchor, was sitting behind her news desk. She was doing a story on the Beltline, the new transportation system that was hated by everyone in Atlanta, except for the politicians. Will's finger was on the power button when the story changed. Breaking news. The image of a young woman appeared over Pearson's shoulder. Will turned up the volume as the story was tossed to a live news conference. What Will saw on the television made him sit down. Amanda Wagner stood at a wooden podium. A handful of microphones were in front of her. She was waiting for silence. Will heard the familiar sounds again, cameras clicking over the low murmur of the crowd.
He'd seen his boss do hundreds of news conferences. Usually, Will was in the back of the room trying to stay off camera, while Amanda basked in the glow of undivided attention. She loved being in charge. She lived to control the slow trickle of information that fed the media. Except for now. Will studied her face as the camera closed in. She looked tired. More than that, she looked worried. She said, "The Georgia Bureau of Investigation has released an alert bulletin on Ashley Renee Jordan. The 19-year-old female was reported missing at approximately 3:15 this afternoon." Amanda paused, giving the newspaper journalist time to scribble down the description. "Ashley lives in the Techwood area and is a sophomore at the Georgia Institute of Technology." Amanda said more, but Will tuned out the words. He watched her mouth move. He saw her point to different reporters. Their questions were long. Her answers were brief. She didn't put up with much. There was none of her usual bantering back and forth. Finally, Amanda left the podium. Monica Pearson returned. The photo of the missing young girl was back over her shoulder. She was blonde, pretty, thin, familiar. Thank you, Karen. Will zog sein Handy aus der Tasche. Er hatte den Daumen schon über der Kurzwahltaste für Amandas Nummer, drückte dann aber nicht darauf. Nach den Gesetzen des Staates musste das GBI von der örtlichen Polizei dazu aufgefordert werden, bevor es einen Fall übernehmen konnte. Zu den seltenen Ausnahmen gehörten Entführungen, bei denen die Täter jederzeit County- und Staatsgrenzen überqueren konnten und daher schnelles Handeln wesentlich war. Eine GBI-Fahndung würde alle lokalen Ermittler mobilisieren. Sie alle würden in die Zentrale gerufen werden. Die gesammelten Indizien würden in den Labors oberste Priorität erhalten. Sämtliche Ressourcen des Bureau würden auf diesen einen Fall konzentriert werden. Sämtliche Ressourcen. Bis auf Will. Wahrscheinlich sollte er es nicht überinterpretieren. Es war nur eine von Amandas vielfältigen Maßnahmen, ihn zu bestrafen. Sie war noch immer wütend wegen seiner Haare und sie war kleinlich genug, ihn ausdrücklich von diesem Fall fernzuhalten. Mehr steckte nicht dahinter. Will hatte schon öfter Entführungen bearbeitet. Es waren immer schreckliche Fälle gewesen, selten waren sie gut ausgegangen. Dennoch war jeder Polizist scharf darauf. Die tickende Uhr, die Spannung, die Jagd, das Adrenalin war einer der Gründe, warum man überhaupt zur Polizei ging. Und Amanda bestrafte Will, indem sie ihn von diesem Fall fernhielt. Techwood, eine Studentin. Will schaltete den Fernseher aus. Er spürte, wie ihm ein Schweißtropfen den Rücken hinunterlief. Sein Verstand brachte keinen einzigen klaren Gedanken zustande. Schließlich schüttelte er den Kopf, um ihn wieder klar zu bekommen. Dabei fiel sein Blick auf die Zeitanzeige auf dem Kabeldekoder. Sarahs Schicht war seit 12 Minuten zu Ende. Oh, Scheiße. Will musste die Hunde zur Seite schieben, bevor er aufstehen konnte. Er ging zur Wohnungstür. Abel Conford, Sarahs Nachbar, wartete im Flur vor dem Aufzug. Einen wunderschönen guten... Will flüchtete ins Treppenhaus. Auf dem Weg nach unten nahm er 2 Stufen auf einmal. Er wollte nur noch weg, damit Sarah nicht dachte, er hätte sehnsüchtig auf sie gewartet. Sie wohnte nur ein paar Blocks vom Krankenhaus entfernt. Sie würde jeden Augenblick hier sein. Tja... Und tatsächlich war sie bereits da. Will erkannte ihren BMW, als er die Haustür aufschob. Einen törichten Augenblick lang dachte er darüber nach, in den Wald hinüberzulaufen. Dann wurde ihm bewusst, dass Sarah auch seinen Wagen gesehen haben musste. Sein 79er Porsche stand mit der Nase nach vorn neben ihrem brandneuen SUV. Will hätte seine Tür nicht öffnen können, ohne Sarahs Wagen zu berühren. Er fluchte leise und zwang sich zu einem Lächeln. Doch Sarah erwiderte es nicht. Sie saß einfach nur da, hielt das Lenkrad fest umklammert und starrte ins Leere. Die Sonne schien so hell, dass die Windschutzscheibe spiegelte. Er sah deshalb erst, als er direkt vor ihr stand, dass sie Tränen in den Augen hatte. Die Sache mit Amanda war mit einem Schlag vergessen. Will zog am Türgriff. Sarah entriegelte ihn von innen. »Sag mal, ist alles in Ordnung?« fragte er. »Ja.« Sie drehte sich zu ihm um und stellte die Füße aufs Trittbrett. »Es war ein schlimmer Tag in der Arbeit.« »Willst du darüber reden?«
Nein, nicht wirklich, aber vielen Dank. Sie strich ihm mit den Fingern über die Wange, schob ihm die Haare hinters Ohr. Sie rückte ihm die Krawatte zurecht. Weißt du, was ich will? Ich will mit dir spazieren gehen und dann will ich Pizza mit dir essen. Und dann will ich die Nacht mit dir verbringen. Will sah auf die Uhr. Naja, also, ich glaube, das kann ich gerade noch einrichten. Der Fußgängerverkehr war schwächer geworden. Sie näherten sich dem Boulevard und dafür war es nicht die beste Tageszeit. Will hob den Kopf und blinzelte in die Sonne. Hier gab es keine hohen Gebäude oder Wolkenkratzer mehr, die das Licht abschirmten. Nur noch unzählige Reihen von der Regierung subventionierter Wohnblocks. Bis in die 90er war auch Techwood so gewesen. Doch dann hatten die Olympischen Spiele alles verändert. Die Stadt hatte die Slums niedergerissen. Die Bewohner waren in den Süden umgesiedelt worden. In den hochwertigen Wohnungen wohnten jetzt Studenten. Studenten wie Ashley Jordan. Fast gegen seinen Willen sagte Will, warum gehen wir nicht dort hinüber? Sarah sah ihn fragend an. Er deutete auf die Sozialblocks. Ich will dir was zeigen. Was? Dort drüben? Es sind nur ein paar Blocks. Will schob sie an die Schultern in die entsprechende Richtung. Sie stiegen über einen Haufen Abfall und überquerten eine Straße. Die Mauern waren mit Graffiti übersät. Will spürte beinahe, wie sich Sarahs Nackenhaare aufstellten. Bist du dir ganz sicher? Fragte sie. Ja, vertrau mir. Will blieb stehen. Beinahe wären sie an dem Kinderheim vorbeispaziert. Das Gebäude sah so anders aus, dass es kaum wiederzuerkennen war. Die Backsteinfront im spanischen Stil war völlig verändert worden. Große Vordächer aus Metall überwölbten die Fenster. Der rote Backstein war in fahlem Gelb bemalt worden. Teile der Fassade fehlten. Die riesige hölzerne Haustür, die glänzend schwarz gewesen war, solange Will sich erinnern konnte, war jetzt grellrot. Das Glas war schmutzblind. Im Garten blühten in Mrs. Flanagans weiß lackierten Autoreifen weder Tulpen noch Stiefmütterchen. Sie waren auch nicht mehr weiß. Will wollte lieber gar nicht darüber nachdenken, was jetzt darin steckte, und er wollte auch nicht hinübergehen, um nachzusehen. In Kürze Luxuseigentumswohnungen, las Sarah. Naja, ich nehme mal an, die Kürze dürfte ein wenig länger dauern. Will blickte an dem Gebäude hoch. Früher sah es anders aus. Sarahs Widerwillen war spürbar, aber sie fragte trotzdem. Und willst du dich drin umsehen? Am liebsten wäre Will davongerannt, so schnell er nur konnte. Aber er zwang sich, das Vordertreppchen hinaufzugehen. Als Kind hatte er meistens Beklemmung verspürt, wenn er das Haus betreten hatte. Ständig waren neue Jungs angekommen und wieder gegangen. Jeder von ihnen hatte irgendetwas beweisen müssen, mitunter mit den Fäusten. Doch dieses Mal war es nicht die körperliche Gewalt, die Will kalte Angst einjagte. Es war Ashley Jordan. Es war die vernunftwidrige Verbindung, die Will hergestellt hatte, weil das vermisste Mädchen Wills Mutter so ähnlich gesehen hatte. Er drückte das Gesicht ans Fenster, konnte aber nichts erkennen außer dem Spiegelbild seiner Augen. Die Haustür war mit einem teuer aussehenden Vorhängeschloss gesichert, doch das Holz war so verfault, dass schon ein Ruck am Schließband die Schrauben herausziehen würde. Will zögerte. Er hatte die Handfläche noch immer an die Tür gelegt. Hinter sich spürte er Sarah stehen und abwarten. Er fragte sich, was sie tun würde, wenn er seine Meinung änderte und die Stufen wieder herunterkäme. Als hätte sie seine Gedanken lesen können, sagte sie, wir können auch weitergehen. Und dann mit mehr Nachdruck, komm, wir gehen. Will stieß die Tür auf. Er blieb an der vorletzten Tür im ersten Stock stehen und stieß sie mit dem Fuß auf. Eine eiserne Pritsche und ein kaputter Holztisch stellten das einzige Mobiliar dar. Der Teppich war kotbraun. Das Fenster war halbiert, die andere Hälfte gehörte bereits zum Nachbarraum. Mein Bett, das stand hier an der Wand, ein Stockbett. Ich habe oben geschlafen. Sarah reagierte nicht. Will drehte sich zu ihr um. Sie biss sich so heftig auf die Lippe, dass er schon dachte, der Schmerz wäre das Einzige, was sie vom Weinen abhielt. Ich weiß, es sieht furchtbar aus, sagte er. Aber damals war es anders, ganz ehrlich. Es war hübsch,
Es war sauber. Es war ein Waisenhaus. Das Wort hallte in seinem Kopf nach, als hätte sie es in einen Brunnenschacht hineingerufen. Genau dieser Unterschied zwischen ihnen war unüberwindbar. Sarah war mit liebevollen Eltern und einer Schwester aufgewachsen, die vollkommen in sie vernarrt war, in einem stabilen, soliden Mittelklasse-Leben. Und Will war hier aufgewachsen. »Will?« fragte sie. »Was geht hier gerade vor sich?« Er rieb sich das Kinn. Warum war er nur ein solcher Idiot? Warum machte er mit Sarah andauernd Fehler, die er mit sonst niemandem in seinem Leben gemacht hatte? Es gab einen Grund, warum er nicht über seine Kindheit sprach. Die Menschen empfanden Mitleid, obwohl sie eigentlich Erleichterung empfinden sollten. Will? Ich bring dich jetzt nach Hause, tut mir leid. Es muss dir nicht leid tun. Dies hier ist dein Zuhause, war dein Zuhause. Hier bist du aufgewachsen. Von wegen. Es ist eine Kaschemme inmitten eines Slums. Wahrscheinlich kriegen wir ein Messer in den Rücken, wenn wir gehen. Sie lachte. Das ist nicht lustig, Sarah. Hier ist es gefährlich. Die Hälfte der Verbrechen in dieser Stadt passiert. Ich weiß, wo wir sind. Sie nahm sein Gesicht in beide Hände. Danke. Wofür? Dass du jetzt eine Tetanusspritze brauchst? Dafür, dass du einen Teil deines Lebens mit mir geteilt hast. Sie küsste ihn sanft auf die Lippen. Danke. Will sah ihr in die Augen, hätte gern ihre Gedanken gelesen. Er verstand Sarah Linton nicht. Sie war liebenswert, sie war aufrichtig. Sie hortete keine Informationen, um sie später gegen ihn verwenden zu können. Sie legte ihren Finger nicht in offene Wunden. Sie war anders als jede Frau, die er in seinem Leben je kennengelernt hatte. Sarah küsste ihn noch einmal und strich ihm die Haare hinters Ohr. Liebling, ich kenne diesen Blick, aber hier wird es nicht passieren. Will öffnete den Mund, um etwas zu sagen, hielt aber inne, als er hörte, wie draußen eine Autotür zugeschlagen wurde. Sarah fuhr bei dem Geräusch zusammen und grub ihm die Finger in den Arm. Es ist eine vielbefahrene Straße, sagte Will, ging aber dennoch auf den Flur hinaus, um nachzuschauen. Durch das kaputte Fenster am Ende des Gangs sah er einen schwarzen Suburban am Bordstein stehen. Die Scheiben waren getönt. Der frisch polierte Lack glänzte in der Sonne. Die hintere Achse hing tiefer als die vordere, wegen des schweren metallenen Waffenkoffers, der in den Laderaum des SUV hineinmontiert worden war. »Das ist ein Regierungsfahrzeug«, sagte Will zu Sarah. »Genauso eins fuhr Amanda. Deshalb hätte es ihn nicht überraschen dürfen, als er genau sie aussteigen sah.« Sie sprach in ihr Blackberry. In der anderen Hand hielt sie einen Hammer. Die Klauen waren lang und sahen bedrohlich aus. Sie ließ ihn neben sich hin und her pendeln, als sie auf die Haustür zuging. »Was will sie hier?« fragte Sarah und versuchte, zum Fenster hinauszusehen. Doch Will zog sie zurück. »Und warum hat sie einen Hammer dabei?« Will antwortete nicht. Er konnte nicht. Amanda hatte keinen Grund, hier zu sein. Keinen Grund, Will anzurufen und zu fragen, wo er sich befand. Keinen Grund, ihn auf den Flughafen zu beordern, als würde sie ein Kind zur Strafe in die Ecke verdonnern. »Was will sie?« flüsterte Sarah. Doch Wills Gesichtsausdruck brachte sie zum Schweigen. Er hatte die Lippen fest zusammengepresst. Eine plötzliche, unerklärliche Wut hatte ihn gepackt. Er hob die Hand, um Sarah zu bedeuten, hier zu bleiben. Bevor sie etwas dagegenhalten konnte, ging Will die Treppe hinunter, vorsichtig, damit die Stufen nicht knarzten. Er schwitzte. Die Hornissen hatten sich bis in seine Brust hinaufgearbeitet und nahmen ihm die Luft zum Atmen. Amanda steckte sich das Blackberry in die Tasche. Sie öffnete die Kellertür, packte den Hammer fester und wollte gerade die Treppe hinuntergehen. »Amanda!« Sie wirbelte herum und stützte sich am Handlauf ab. Was sich in ihrem Gesicht abspielte, ließ sich nur als Schock interpretieren. »Was machen Sie denn hier?« »Wird das Mädchen immer noch vermisst?« Sie rührte sich nicht von der obersten Treppenstufe. Ihre Augen waren noch immer schreckgeweitet. Er wiederholte seine Frage. »Wird das Mädchen immer noch...« »Ja!« »Warum sind Sie hier?« »Will, gehen Sie nach Hause.« In ihrer Stimme hatte er noch nie auch nur einen Anflug von Angst gehört.
Aber jetzt spürte er, dass sie Todesangst hatte. Nicht vor Will, sondern vor etwas anderem. Lassen Sie mich das machen. Was machen? Sie legte die Hand auf den Türknauf, als würde sie nichts lieber tun, als ihn ausschließen. Gehen Sie nach Hause. Erst wenn Sie mir sagen, warum Sie sich in dieser Baracke aufhalten, während wir einen offenen Fall haben. Sie hob eine Augenbraue. Genau genommen bin ich ja nicht allein, oder? Sagen Sie mir, was los ist. Ich werde nicht... Ihr Satz wurde von einem lauten Krachen unterbrochen. Panik blitzte in ihren Augen auf. Der zweite Knall klang wie ein Gewehrschuss. Amanda taumelte. Sie umklammerte den Türknauf. Will sprang vor, um ihr zu helfen. Aber es war zu spät. Die Tür knallte zu, während die Treppe dahinter zerbrach. Das Geräusch grollte durch das Gebäude wie ein heranrasender Güterzug. Und dann nichts mehr. Will riss die Tür auf. Er starrte in tiefe Schwärze. Er kippte den Schalter auf und ab. Doch es ging kein Licht an. »Amanda«, rief er. Seine Stimme hallte zu ihm zurück. »Amanda!« »Ich bin die Kellertreppe hinuntergefallen.« Sie lag da und atmete tief aus und ein. »Dr. Linton, werde ich es überleben?« »Es würde mich sehr überraschen, wenn nicht.« »Naja, ich schätze, mehr kann ich im Augenblick nicht verlangen. Hab ich das Bewusstsein verloren?« »Ja«, antwortete Sarah, die an die offene Kellertür getreten war, nachdem Will sich zu Amanda hinuntergelassen hatte. »Ungefähr 2 Minuten lang.« Amanda sprach nun mehr zu sich selbst. »Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Will, berühren Sie gerade meinen Fuß?« Will zog seine Hand weg. »Ich kann meine Zehen bewegen.« Amanda klang erleichtert. »Oh, mein Kopf fühlt sich an, als wäre er aufgeplatzt.« Er hörte eine Bewegung, das Rascheln von Kleidung. »Nein, nein, nichts, kein Blut, keine weiche Stelle. Oh Gott, meine Schulter tut vielleicht weh.« Amanda seufzte noch einmal schwer. »Ich sag Ihnen mal was, Will. Wenn man ein gewisses Alter überschritten hat, ist ein gebrochener Knochen oder ein angeschlagener Kopf nicht mehr zum Lachen. Das begleitet einen für den Rest des Lebens. Naja, was vom Leben halt noch übrig ist.« Sie schwieg ein paar Sekunden. Es klang, als würde sie versuchen, ihre Atmung unter Kontrolle zu bringen. Obwohl sie wusste, dass er nicht darauf reagieren würde, sagte sie zu Will, »Als ich zum Atlanta Police Department kam, gab es eine ganze Abteilung, die nur unsere äußere Erscheinung kontrollierte. Die Inspektionsabteilung, 6 Vollzeitbeamte. Ich denke mir das nicht aus.« Will sah zu Sarah hinauf, sie zuckte mit den Schultern. »Sie kamen zum Appell, und wenn man nicht sofort in Ordnung brachte, was sie einem sagten, wurde man im Handumdrehen suspendiert.« Er legte den Finger auf die Uhr und wünschte sich, er könnte die Bewegung des Sekundenzeigers spüren. Das Grady Hospital lag nur ein paar Blocks entfernt. Es gab keinen Grund, warum der Krankenwagen so lange brauchte. Sie wussten doch, dass Amanda Polizistin war. Sie wussten, dass sie Hilfe brauchte. »Ich weiß noch genau, wie ich das erste Mal wegen eines Diebstahls ausgerückt bin«, sagte Amanda. »Irgendein Trottel hatte sich das CB-Funkgerät aus dem Auto klauen lassen. Diebstahlsmeldungen wegen Funkgeräten bekamen wir damals andauernd rein. Die hatten diese Riesenantennen, die wie Speere von der hinteren Stoßstange aufragten.« Wieder blickte Will zu Sarah hoch. Sie machte eine Kreisbewegung mit dem Finger, um ihm zu bedeuten, er solle sie am Reden halten. Wills Kehle war wie zugeschnürt. Er brachte einfach nichts heraus. Er konnte nicht so tun, als wären sie einfach nur Freunde, die einen schlechten Tag erwischt hatten. Doch Amanda schien keine Ermutigung zu brauchen. Sie kicherte leise. »Alle haben mich ausgelacht. Sie lachten, als ich ankam. Sie lachten, als ich den Bericht aufnahm. Sie lachten, als ich wieder fuhr. Damals fand keiner, dass Frauen eine Uniform tragen sollten. Das Revier bekam wöchentlich Anrufe von Leuten, die meldeten, dass eine Frau einen Streifenwagen gestohlen hätte. Sie konnten einfach nicht glauben, dass auch Frauen bei der Truppe waren.« »Ich glaube, Sie sind jetzt da«, sagte Sarah in dem Augenblick, als auch Will endlich das entfernte Jaulen einer Sirene hörte. »Ich gehe raus und halte Sie an.« Will wartete, bis er Sarahs Schritte auf dem Vordertreppchen hörte.
Er musste sich beherrschen, um Amanda nicht an den Schultern zu packen und sie zu schütteln. Warum sind Sie hier? Ist Sarah weg? Warum sind Sie hier? Amandas Stimme wurde untypisch weich. Ich muss Ihnen was sagen. Mir egal, blaffte er. Woher wissen Sie? Mund halten und zuhören, zischte sie. Hören Sie mir zu! Will spürte, wie die Angst zurückkehrte. Die Sirene wurde lauter, der Krankenwagen bremste scharf vor dem Gebäude. Hören Sie mir zu! Will war wieder einmal sprachlos. Es geht um Ihren Vater. Sie sagte noch mehr, aber Wills Ohren waren wie zugepfropft, ganz so, als hörte er ihre Stimme unter Wasser. Als Kind hatte Will den Kopfhörer seines Transistorradios auf diese Weise ruiniert. Er hatte sich das Ding ins Ohr gesteckt und dann den Kopf in die Badewanne getaucht, weil er dachte, das wäre eine coole Art, Musik zu hören. Genau hier, in diesem Haus, war es passiert. 2 Stockwerke über ihnen, im Jungenwaschraum. Er hatte Glück gehabt, dass er durch den Stromschlag nicht ums Leben gekommen war. Von oben ertönte ein lautes Krachen, als die Sanitäter die Haustür aufschoben. Schwere Schritte polterten über den Boden. Plötzlich erfüllte der grelle Strahl einer Maglite den Keller. Will kniff die Augen gegen den Schein zusammen. Ihm war schwindelig. Seine Lunge sehnte sich nach Luft. Amandas Worte stürzten genauso auf ihn ein, wie damals die Geräusche wieder an sein Ohr gedrungen waren, nachdem er sich am Wannrand abgestützt und den Kopf aus dem Wasser gezogen hatte. »Hören Sie mir zu!« zischte sie. Aber er wollte nicht. Er wollte nicht wissen, was sie zu sagen hatte. Der Bewährungsausschuss hatte getagt. Sie hatten seinen Vater aus dem Gefängnis entlassen. Dankeschön, Dietmar Wunder. Für diese wunderbare Lesung. Wir haben jetzt erste Fragen reinbekommen von Lovely Books aus dem Livestream von Zuschauern und Zuschauerinnen, die das Ganze im Internet verfolgen. Ich darf aber Sie schon einmal beruhigen. Es wäre ja sehr ungerecht, wenn die Menschen, die hier vor Ort sind, nicht auch eine Chance bekämen. Es wird hinterher noch einen zweiten Leseblock geben und danach werden wir auch ein paar Fragen hier aus dem Publikum vor Ort ermöglichen. The first few questions arrived from the Lovely Books live stream. And so tonight I don't have to work that much, but other people do my work. And I was just saying that afterwards there's going to be a second part of the reading, and then we will also take some questions from the floor, because otherwise it would be unfair for the people who are here. So, let's start with the questions that came in. Die erste Frage, die hereingekommen ist von Miss Scheherazade. Sie möchte wissen, ob Karen Slaughter ein Lieblingsbuch oder einen Lieblingsautor, eine Lieblingsautorin hat. The first question is whether you have a favorite book or a favorite writer. Well, my favorite from way back would obviously be Gone with the Wind, since I come from Georgia and I'm a Southern girl. But in the crime genre, speaking contemporarily, I think if someone made me teach a class on writing crime fiction, which they should not, I'm a horrible teacher, that I would use The Treatment by Mo Hayder, because it's just a fantastically tightly plotted novel. The denouement is just shocking. I mean, it really is a very great, great book, and it's also extremely brutal and hard. And it's one of the books that I think would probably easily be in the crime fiction canon. Also, wenn man weit zurückgeht, dann ist ihr Lieblingsbuch Vom Winde verweht gewesen, denn sie ist ein Südstaatenmädchen und kommt aus Georgia, und da ist das natürlich Vom Winde verweht. Wenn man sie jetzt bitten würde, einen Kurs zu geben über, wie man Kriminalromane schreibt, wovon sie allerdings abrät, denn sie hält sich selbst für eine sehr schlechte Lehrerin, dann würde sie auf jeden Fall den Roman The Treatment von Mo Hayder nennen.
Und nun muss ich gestehen, ich bin mal mit Mörhilde auf Lesetour gewesen, aber ich weiß jetzt nicht mehr den deutschen Titel. I didn't have time to look up the German title. I wanted to do that of the treatment, because we talked about it early on. Wenn jetzt vielleicht jemand sein lautlos gestelltes Handy mal bemühen könnte, maybe somebody could look it up in the audience und uns dann demnächst, wenn ich nochmal frage, rückmelden könnte. Mörhilde, die englische Kollegin, die Karen Slaughter sehr, sehr gut findet. Das ist auch eine sehr brutale Geschichte, sehr harter Stoff, aber auf jeden Fall etwas, was in den Kanon der Kriminalliteratur gehört. Hat es schon jemand rausgefunden? Habe ich nicht verstanden. Die Behandlung, also wörtlich übersetzt. Ich hätte das beinahe gesagt, aber traute mich nicht, weil ich dachte, das ist so offensichtlich. It's the literal translation and I didn't dare to say that because I thought it would be something different. Gut, Dankeschön. You are friends with Mörhilde, aren't you? And yes. You also tease each other in the acknowledgements that you try to write something more brutal than she did? Yes, and in my last book, Cop Town, I actually apologize because it's probably my least brutal book. It'll be out in Germany next year. But I think we do. But you know, Mo and I started writing at the same time, really, and we were published at the same time. And she was in England, of course, and I was in the U.S. And when we met each other, it was like we had met our doppelgangers. And you know, when she came to the U.S. for her first tour, as she was flying over the Atlantic, there was a really awful review about her first book, Birdman, saying it was just too violent, too much. And by the time she landed, her entire U.S. tour had been canceled. Oh, really? So she got 2 days in New York and then turned around and went home. And I think it's just crazy that that happened. But, you know, it was right after the terrorist attacks in 9/11. So, I mean, it was, I think, within a year or so of that. And, you know, anything really bad happens, people tend to become very morally restricted. And so I think, you know, someone writing about this sort of thing coming from a different country just didn't work in America. But she's a fantastic writer. I really, really love her stuff. But it's worked ever since. Yeah, it has. Yeah. Also Mörhilde und Sie sind so in einer freundschaftlichen Konkurrenz. Sie haben etwa gleichzeitig angefangen zu schreiben. Und in Ihrem nächsten Buch, das jetzt in den USA schon erschienen ist, in Deutschland bei Blanc Vallée, dann nächstes Jahr erscheint Cop Town, also Bullenstadt. Da entschuldigt sie sich sogar bei Mörhilde dafür, dass sie jetzt nicht ganz so eine ganz so brutale Geschichte geschrieben hat. Das ist ein Buch, über das wir gleich noch etwas reden können, weil es eben auch die Arbeit von Polizistinnen in den 70er Jahren zeigt, worum es hier ja auch in einem Handlungsstrang geht. We can talk a little bit about Cop Town later on, because it also deals with police women in the 1970s, which is also one of the topics in this book, Criminal. But let's go on with these questions. The next question is, do you think the perfect crime exists? Gibt es das perfekte Verbrechen? Von Eva ist geheim. The nickname of this woman is Eve is secret. So, is there anything like a perfect crime? Of course, in your books. Yeah, I hope she's not looking for ideas. Mm-hmm. I think perfect crimes are committed a lot, but people are really stupid. And they tell other people what they've done, and then that person feels bad, or there's a reward, and they tell the police, or they tell someone else, and suddenly everybody knows it. The tendency to brag is probably the most useful tool for police officers among the criminal class. There's been a spate of crimes that were solved within 10 minutes of them being reported because the people posted the crime happening, filmed it on their Facebook page. So, you know, I think that police officers, for the most part, are very smart and they're very, very involved individuals in trying to find out why people did things. But criminals, fortunately, are really stupid. Es gibt vermutlich sehr viele perfekte Verbrechen,
Aber die größte Hilfe für die Polizei bei der Aufklärung ist die menschliche Eitelkeit und der Wunsch, damit anzugeben. Und viele Verbrecher sind dann doch sehr dumm und prahlen mit dem, was sie getan haben. Manchmal werden Taten schon nach 10 Minuten aufgeklärt, weil jemand das dann gefilmt hat und auf seiner Facebook-Seite damit angibt. Also die menschliche Dummheit und die menschliche Prahlsucht, Angeberei, verhindern dann vielleicht doch oft das perfekte Verbrechen. Und irgendjemand weiß es dann und dann gibt es eine Belohnung und dann zeigt es doch jemand an. So, thank you. Die dritte Frage heißt, geht darauf hin, ob Karen Slaughter jetzt anders liest, seit sie selbst Schriftstellerin geworden ist. That's a very interesting question as well by Mel. Do you read differently since you have become a writer and since you write books yourself? I don't think so. You know, Dietmar was telling me how hard it is for him sometimes to read books because he's seeing them as someone who would have to perform them. But I guess I'm not as professional as you, because I, you know, I'm like everybody else. If I'm reading a book and it's very badly written and I can see all the plot holes, then I don't keep reading it for the most part. But if it's really well written and it's engaging and all those things are really fun, like I love Lee Child, he's fantastic. You know, if you sat down and you really tried to figure out what's going to happen in a Jack Reacher book, you could probably figure it out on the first chapter. But he's so fun and he's such a great writer that you just sort of give your mind over to him and you just enjoy the ride. And I feel really lucky I'm able to do that, because I know for many writers things have been ruined. Also, wir haben uns neulich schon mal darüber unterhalten. Wir sind ja schon die ganze Woche auf Reisen gewesen, Karen und Dietmar und ich. Da hat Dietmar Wunder mal gesagt, er kann eigentlich die Lektüre oft nicht mehr so genießen, eben weil man das sozusagen professionell liest und dann denkst du schon gleich, wie würde man das jetzt spielen, oder du siehst es dann sozusagen mit deinem professionellen Blick. Und Karen sagt, sie liest eigentlich wie jeder andere auch. Wenn etwas schlecht geschrieben ist und ganz offensichtliche Fehler sind, dann wird sie es vielleicht auch nicht zu Ende lesen. Aber wenn jemand richtig gut schreiben kann, dann ist sie da auch ganz drin und ganz absorbiert. And sorry, because I was listening so intensively that then I forgot the name of whom you just mentioned. Lee Child. Lee Child, genau. Und dann findet, es ist so fantastisch geschrieben und da ist sie dann auch ganz sozusagen in der Geschichte drin. Because I was still thinking about something that I forgot to translate about Mo Hayder, so I was back behind in our conversation. Ich habe nämlich eben bin etwas abgewichen, weil ich noch mich erinnerte zu Mo Hayder, hatte sie ja noch gesagt, dass die dann auf Lesetour eingeladen war und so eine schlechte Buchkritik bekam, dass es abgesagt wurde in den USA. Und deshalb bin ich dann plötzlich hinterhergehumpelt. Entschuldigung. Gut, also, so you didn't really change the way you like to read, and you are really a reader on the train. I noticed that you yeah. do quite a lot of reading. So you still enjoy that. And now the next question is also a question that you know very well, because I think wherever you go, people would like to know that. Die nächste Frage, die haben wir schon ein paar Mal auch auf dieser Reise diskutiert, die interessiert, glaube ich, sehr viele von uns, wenn wir die Bücher lesen. Und sie leitet auch sehr gut dann wieder über, um zu dem Buch zurückzukommen, als wäre das abgesprochen, mit Tanja, die bei Lovely Books sich gemeldet hat. It's the question that also leads us back to your book. It seems as if this, you know, somebody had talked about this before, but we didn't. Do you ever get scared by, you know, what you write yourself? No, because I know what's going to happen. And the thing that scares everybody is when they're alone in the house or they're about to fall asleep and they feel very safe and warmly in their bed and they hear. And that's what scares me. I know what's going to happen in these books. I've read the case files. What happens in Criminal is an actual event that happened to a woman in California. So I'm very familiar with everything that's going on by the time I sit down and write it. So it's really those scary sounds when I think it's the cat, and then I remember that the cat isn't in the house with me, that terrify me the most.
Also, wenn sie selber schreibt, dann fürchtet sie sich nicht, weil sie dann ja weiß, was passieren wird. Und die Furcht kommt eben daher, dass man nicht weiß, was passiert. Hier die Geschichte, die Sie jetzt gleich auch weiter hören werden, der Fall, um den es hier geht, der basiert auf einem Fall, den es wirklich gegeben hat, vor 20 Jahren in Kalifornien, wobei sie den nicht 1:1 verwendet hat. Aber da hat sie sehr genau recherchiert und dadurch weiß sie dann ja auch, was sie schreiben will. Wovor man sich fürchtet, das ist das Unbekannte. Wenn es merkwürdige Geräusche gibt und sie allein im Haus ist und dann denkt sie, das ist die Katze und dann fällt ihr ein, die Katze ist ja gar nicht mit in dem Haus. Da haben wir uns gestern auch schon ein bisschen unterhalten. You talked about this yesterday as well a bit. When you write, you go to your cabin in Georgia, mm-hmm. so then you're really sort of alone in the woods. And Yeah, you forget how dark it is without the city lights. But this actually reminded me of a story. I was doing an event with John Connolly, Mark Billingham, and Fidelis Morgan, and we were going in an elevator to the top floor where we were doing our event. And I think that they planned this at the bookstore. They thought it would be really funny to turn the power off, and the elevator stopped, and it went dark, and we all screamed like little girls. And the men did too. The men, especially the men. Mark sounded like he had been castrated. I thought when the lights came on that John would be in his arms. But we were all terrified. And then, you know, when the lights came back on and the staff was looking at us like, wow, we thought you were stronger than that. We all tried to pretend like, oh, yeah, we were just making fun for you guys. We knew we were okay. Also, wenn sie schreibt, dann zieht sie sich ja zurück in ihr Haus in Georgia und das ist in den Wäldern, in der Landschaft und man vergisst ja, wie dunkel es dann ist, wenn nicht die Lichtverschmutzung von der Stadt zu sehen ist. Aber es gibt dann auch so Dinge, das haben wir jetzt hier nicht gemacht. We didn't prepare anything like that for you here. So, don't have to be afraid. Bei einem Krimi-Festival, da blieb der Fahrstuhl stecken und das Licht ging aus. Sie hat auch den Verdacht, dass man das mit Absicht getan hat, um sie mit den drei Kollegen da im Fahrstuhl stecken bleiben zu lassen. Und sie haben alle wie kleine Mädchen geschrien, die Männer auch, John Connolly und Fidelis Morgan, was it? Und Mark Billingham. Mark Billingham. Also, hinterher haben sie natürlich so getan, als wäre das jetzt nur aus Spaß und Show gewesen, dass sie sich gefürchtet haben und aber nicht in Wirklichkeit. So, we made fun about this on the train ride also, about the movies that you have been watching and Dietmar and when you get scared. Yes. Some Stephen King stories. Yes, and I think we scared ourselves so much we all fell asleep because we were just so much adrenaline we passed out. Because that wasn't the other question of this woman, Tanya. What are you afraid of? So, yeah, the really stupid movies, though, like Scream or the ones where, you know, Freddy is running after the woman who's always going to trip. And those are, I can't watch those because they just freak me out. And I the image stays in my head and I can't sleep. Also es gibt so einige, zum Teil ja auch ganz dumme Filme, die sie wirklich nicht sehen kann, weil dann die Bilder so in ihrem Kopf bleiben und sie davon dann doch Albträume bekommt. Wir haben uns so ein bisschen auch im Zug heute drüber unterhalten und die beiden kennen mehr Filme als ich und haben sich dann da auch immer Schlagworte zugegeben. The Fog, wenn der Nebel kommt und schmatzende Schlürfgeräusche macht, das haben beide sehr gut nachmachen können. You really could do these sounds of the fog is making better than I could imitate it, and so certainly I couldn't translate it. Aber und das Schlimme kommt, und weil wir Angst hatten, schläfst du schon? Ich kann auch nicht schlafen. I just said that. Und deshalb haben wir dann im Zug geschlafen, weil wir dann so müde waren von der Angst, die wir uns gegenseitig selber eingeflößt hatten. So, you just mentioned that you did a lot of research for this book. Mm-hmm. And before we come to the second reading part, I think it would be interesting for the readers to get to know something about your research. Also, Karen Slaughter hat ja sehr viel recherchiert für dieses Buch. Unter anderem geht es um die Polizeiarbeit in den 70er Jahren und Frauen bei der Polizei. Denn Amanda, die Sie gerade kennengelernt haben, war damals eine junge Polizistin in diesem Fall, der weit zurückgeht und über den man im ersten Kapitel schon so ein bisschen was fährt, über diese damals
damals verschwundene Frau. Amanda was a young woman way back in the 1970s and so was Evelyn Mitchell. And you really did a lot of research into women in the police force way back then. And I think that would be very interesting to, if you could tell us a bit about it. Was it really like that, that they would control, you know, even more so than Amanda does now, control what they looked like and what they had been? They did. I mean, they had to meet certain standards for dress, and of course the law was applied more to women than to men, and if their skirt wasn't the certain amount of inches below their knee, then they would be sent home without pay. And the women, when they became police officers, were asked three questions on the lie detector test that they had to take to be cops that the men were not. And one of them was, are you a virgin? And the other was, how many men have you slept with if you're not a virgin? And the third was, if they had joined the police department so they could have sex with the male cops. And one woman was so incensed by that question that she said, it depends on what he looks like. So, I mean, it really was a very stifling time, and I'll let you translate this, and then I'll tell you a story that I used for Evelyn that I got from a female police officer. Also es war damals wirklich so, dass eben auch der Dresscode noch sehr viel strenger gehandhabt wurde, besonders für Frauen. Also die Rocklänge, die Röcke mussten dann übers Knie gehen und so weiter. Und wenn das nicht korrekt war, dann wurden die Frauen nach Hause geschickt und bekamen dann auch kein Gehalt für diese Zeit. Und es gab damals einen Einstellungstest mit dem Lügendetektor, den alle machen mussten, aber die Frauen kriegten andere Fragen als Männer. Und zwar drei Fragen. Die eine Frage war, ob sie noch Jungfrau sind. Die nächste Frage war, falls nicht, mit wie vielen Männern sie geschlafen hätten. Und die dritte Frage war, ob sie überhaupt nur deshalb zur Polizei gehen wollten, um mit möglichst vielen Polizisten schlafen zu können. Und eine der Frauen, mit denen sie gesprochen hat bei ihrer Recherche, die hat sich so war so empört darüber, dass sie dann geantwortet hat, es hängt davon ab, ob er gut aussieht oder nicht. Wobei man jetzt lacht, aber was natürlich bei einem Einstellungsgespräch schon I mean, we laugh now about it, but it was really terrible way back then. Mm. So the story that you gave to Evelyn Mitchell. Yes. Well, it's funny what you said about laughing, because when the women told me these stories, that we laughed like crazy. We almost wet ourselves. But then I went home and I looked at my notes and I thought, this is just awful what they put up with. And thank God they did, so that other women wouldn't have it as bad. But for Evelyn, you know, I always asked the women I spoke with who were cops in the 70s, why did you do this? Because it was such a horrible job for women. And one of them told me that she did it for the same reason almost everybody I spoke with did, because someone told her not to. And I see a lot of men nodding their heads in this room. But so she wanted to be a secretary for one of the commissioners in Atlanta, and she went downtown to fill out an application. And she got there and she went into the room, and there was a police officer there, and he looked at her and he said, little lady, you don't belong here. And she said, I absolutely do. Give me that application. You know, she was furious. She snatched the application from him. She said, I have every right to fill this out. And she sat down and she looked at the application, and it said Atlanta Police Department. And so she filled it in, and her hand was shaking because she was still so angry he had told her she didn't belong. And she threw it in his face, and then she went home, and she walked through the door, and the phone was ringing. And it was the police, and they said, we want you to come in for an interview. And she was terrified that she would be arrested for wasting police time, so she went in for the interview. And so during the interview, you know, they're asking her all these questions, and she's thinking, there's no way I can do this. I've never even worn pants in my life. They won't give me a gun. This is silly. And she finished the interview, and she went home again, and she got another phone call, and they said, well, we've approved you, so we want you to be at the police academy Monday morning. And she hadn't even told her husband at that point. And so she sat her husband down after dinner and gave him a drink, and she said, you know, hey, funny thing happened. You know, I'm going to be in the police academy. And he said, absolutely not. He put his foot down. He said, I forbid it. And so she went to the police academy.
And she ended up being a captain when she retired, and then she consulted for the FBI for many years. So it's all because someone told her not to. That's really a great story. Also sie hat mit einer Frau gesprochen, die dann auch sozusagen die Evelyn Mitchell, die Freundin von Amanda und Kollegin, mit der die beiden klären dann auch etwas auf, was man ihnen auch sozusagen nicht erlaubt. Die meisten der Frauen, mit denen sie gesprochen hat, hatten irgendeine Variation des Satzes, dass jemand sie abhalten wollte und ihnen abriet oder das sogar verboten hat. Also die meisten sind zur Polizei gegangen, weil jemand dagegen war und sie wollten jemanden widerlegen. Und in diesem Fall war das sogar so, dass die Frau sich eigentlich auf einen anderen Job als Sekretärin bewerben wollte und dann aber im Rathaus sich da in der Tür geirrt hat und in ein Zimmer kam, in dem ein Polizist saß, der zu ihr gesagt hat, kleine Frau, Sie gehören hier nicht hin. Und sie hat ja noch gedacht, das sei die Stelle, wo sie sich bewerben kann für den Job, den sie haben möchte. Und dann hat sie eben gesagt, doch, hier gehöre ich hin und hat das Bewerbungsformular verlangt, hat dann erst gesehen, dass da Atlanta Police draufsteht, hat das ausgefüllt, weil sie sich eben so geärgert hat über diesen Mann. Und als sie nach Hause kam und zur Tür reinkam, kam schon ein Anruf, dass man sie zu einem Vorstellungsgespräch einlädt. Und sie hatte Angst, dass sie verhaftet werden würde, weil sie die Polizei sozusagen die Zeit der Polizei verschwendet mit dieser Bewerbung. Deshalb ist sie hingegangen. Sie hat nicht gedacht, dass das wirklich klappen würde. Und hat dann auch in dem Vorstellungsgespräch gedacht, das kann ja nicht funktionieren. Sie hat überhaupt noch niemals Hosen getragen. Sie weiß ja gar nicht, wie man mit Waffen umgeht und so weiter. Aber hat dieses Interview da wacker gemacht offenbar. Und als sie dann nach Hause kam, kam der Anruf, dass sie angenommen worden ist und dass sie am Montag da auf der Polizeiakademie sich einstellen soll. Und dann hat sie das nach dem Abendessen schon ihrem Mann beigebracht, der dann seinerseits gesagt hat, er verbietet es. Und daraufhin ist sie so wütend geworden, dass sie dann hingegangen ist. Und die hat also eine sehr erfolgreiche Laufbahn gehabt und hinterher sogar noch das FBI beraten, nachdem sie im Ruhestand war. So that's really a fantastic story. And you use these stories, and also you just mentioned that you did a lot of research in cases, actually. So what Dietmar is going to read in a short while from now, that's a case that actually happened? Did it happen exactly like that, or how do you go about this? Well, it didn't happen exactly that way. I'm very conscious that the crimes that I write about are crimes that, for the most part, happen to real people. You know, especially when I'm writing about violence against women and children and, you know, something that's almost mundane to a lot of Americans because it happens so often. But this particular case that I write about is very similar to one in California. And I took some of the details and blended them in with details I had from other cases because I never want to take one really awful thing that happened to an actual human being and take it and put it in my book wholesale because that's very exploitative to me. And I don't want to feel like I'm exploiting because really these books are to entertain you. And if you want to know case details, you can certainly read a newspaper. But for me, I just feel like my moral compass won't let me take every single thing. And also, you know, the case in California, the woman survived. So that wouldn't be very good for an autopsy scene. Mm-hmm. Also sie liest sehr viele Fälle und nimmt dann auch Details davon, aber nie sozusagen eins zu eins, denn sie ist sich dessen sehr bewusst, dass das ja Dinge sind, die Menschen wirklich passiert sind. Und manche dieser schrecklichen Dinge sind ja beinahe alltäglich und da geht sie sozusagen sehr respektvoll mit um. Deshalb bringt sie dann Details aus verschiedenen Fällen zusammen. Diese Geschichte, um die es hier geht, in dem Fall hat die Frau sogar überlebt und das würde dann sich natürlich für eine Szene einer Autopsie nicht sehr gut eignen. Aber ihr ist es ganz wichtig, dass sie die realen Fälle, die realen Schicksale nicht ausbeutet. Sie schreibt ja, um zu unterhalten und das wäre dann doch zu wohlfeil. Also sie hat da sehr viel, ja, it's really a sense of reverence and respect for the cases and the human beings and their fates that you have here. Ja, Sie müssen sich jetzt wirklich wappnen, denn wenn man jetzt noch nicht weiß, was passiert, dann wird es jetzt schon,
das passt sehr schön zu der Stimmung hier. It's going to be a bit spooky now, and because for people who don't know what happened. Karen wird jetzt erst wieder zu Will Trent zurückkehren, der jetzt in seiner eigenen Wohnung ist. Die Fans der Serie kennen ja Angie Pulaski, die Freundin aus Waisenheimzeiten, mit der er verheiratet ist. Angie verschwindet aber immer für ein paar Wochen, was Will nicht unlieb ist, jetzt wo er mit Sarah Linden die romantische Affäre hat. Aber Angie kommt jetzt gleich zurück. Und dann wird Dietmar Wunder nochmal einen Sprung im Buch machen und sie mit zu einer Autopsie nehmen. So, Karen. And I mustn't forget to tell who is Betty. In der Szene, in die Karen jetzt gleich liest, kommt eine Betty vor. Wundern Sie sich nicht, Betty ist ein Hund, sonst gibt das keinen Sinn, was gleich gelesen wird. Betty's ears perked up. Her tags jingled on her collar as she turned her head. A low growl came out of her throat. Will heard a key in the front door lock. For just a second, he thought it might be Sarah. He was overwhelmed by a feeling of lightness, and then he remembered that Sarah didn't have a key to his house, and then the darkness came back when he remembered why. Sarah didn't need a key. They didn't spend much time here. They always stayed in her apartment because at Will's there was the constant threat of Angie walking in on them. Willie, Angie called as she made her way through the living room. She paused at the open kitchen doorway. Angie had always embraced her feminine side. She favored figure-hugging skirts and shirts that showed her ample cleavage. Today she was wearing a black t-shirt and jeans that hung low on her hips. She had lost weight in the 3 weeks since he'd last seen her. The pants were loose, but not on purpose. Will could see a black thong peeking over the top of the waistband. Betty started growling again. Angie hissed at the dog. Then she looked at Will. Then she looked at the light blue file folder in his hand. She asked, "Reading up, baby?" Will didn't answer. Angie walked to the refrigerator and took out a bottle of water. She unscrewed the cap. She took a long swig as she studied Will. "You look like shit." He felt like shit. All he wanted to do was put his head down on the table and sleep. "What do you want, Angie?" She leaned back against the counter. He should have been surprised by her words, but then nothing Angie said ever really surprised him. "What are we going to do about your father?" Will stared down at the file. The kitchen was quiet. He could hear the whistling sound of Betty's breathing, the tinkle of her tags on the collar as she settled back down. Angie had never been good at waiting him out. "Well?" Will didn't have an answer for her. 18 hours of thinking about it nonstop hadn't brought any solutions. "I'm not going to do anything." Angie seemed disappointed. "You need to call your girlfriend and ask for your balls back." Will glared at her. "What do you want, Angie?" "Your father's been out for almost 6 weeks. Did you know that?" Will felt his stomach clench. He hadn't bothered to look up the details in the state database, but he'd assumed the release was recent in the last few days, not almost 2 months ago. She said, "He's 64 now, diabetic, had a massive heart attack a few years ago. Old people are expensive to take care of." He asked, "How do you know all of this?" "I was at his parole hearing. Thought I'd see you there, but no." She raised an eyebrow, waiting for him to ask the obvious question. When Will didn't, she volunteered. "He looks good for his age. Been keeping in shape. I guess the heart attack scared him." She smiled. "You've got his mouth, the same shape to your lips." He said, "Is there a point to this?" "The point is, I remember our promise." Will looked down at his hands. He picked at a torn cuticle. "We were kids back then, Angie." She listed out all the ways they wanted to kill him. Put a knife in his throat, jam a crowbar in his head, shoot him up with heroin and make it look like an accident. That was your favorite one, right? She leaned down, inserting herself in his line of sight. "You pussing out on me, Wilbur?" He moved away from her. "Do I need to remind you what happened to your mother?" Will tried to clear his throat, but something got stuck. Angie dragged over a chair and sat a few inches away from him. "Listen, baby, you can have all the fun you want with your little doctor friend. You know I've had my share, but this is business. This goes back to you and me and a promise we made to each other." She waited another beat, then said, "What happened to your mother, what happened to you, all because of that bastard. We can't just let that go, Will. He has to pay."
Will's cuticle started to bleed, but he couldn't stop picking at the skin. Angie's words stirred up something coldly familiar inside of him. The anger, the rage, the need for revenge. Will had spent the last 10 years of his life trying to let that go, and now Angie was shoving it back in his face. He told her, "You're not in a position to talk to me about broken promises." She paused again before saying, "Ashley Jordan." Will's head jerked up, surprised to hear her mention the missing girl. Angie smiled as she tapped her finger on his mother's file. "You're forgetting that I know everything, Will. Every detail, every last drop. You think he's changed his ways? You think he's too old to get around? Let me tell you, honey, he's been busy inside. He could outrun you, outjump you, outkill you. Just looking at him made me scared, and you know I don't scare easy." Thank you, Karen. Sein Atem war flach. Er sah sie mit einer solchen Verzweiflung an, dass Sarah sich beherrschen musste, um nicht zu weinen. "Sag mir, was ich tun soll", flehte sie ihn an. "Was du von mir brauchst." Sein Blick fiel auf die Rollbare, auf das Opfer auf dem Tisch. "Bleib einfach", murmelte er und betrat den Saal. Sarah atmete stockend aus, bevor sie sich umdrehte. Faith konnte sie nicht ansehen, aber Amanda hielt ihren Blick stand. Sarah hatte Wills wechselhaftes Verhältnis zu seiner Chefin nie verstanden, aber in diesem Augenblick war es ihr gleichgültig. In diesem Augenblick gab es auf diesem Planeten keinen Menschen, den Sarah so sehr verachtete wie Amanda Wagner. Offensichtlich spielte sie irgendein Spiel mit Will, und genauso offensichtlich war es, dass Will den Kürzeren dabei zog. "Also gut, fangen wir an", schlug Pete vor. Sarah stellte sich neben Pete, gegenüber Will und Faith, die ihre Arme vor der Brust verschränkte. Sie versuchte, ihre Wut zu beherrschen. Will hatte sie gebeten, zu bleiben. Sarah hatte keine Ahnung, was der Grund dafür sein mochte, aber sie durfte die Spannung im Saal nicht noch verstärken. Eine Frau war ermordet worden. Darauf sollten sie sich alle konzentrieren. "Okay, Ladies and Gentlemen." Mit dem Fußschalter stellte Pete das Diktaphon an, mit dem er die Prozedur aufzeichnete. Er ratterte die üblichen Informationen herunter. Tageszeit, anwesende Person, die vermutete Identität des Opfers. Ashley Renee Jordan. Identifikation muss von der Familie noch bestätigt werden und wir folgen dann natürlich mit dem Zahnstatus, der bereits digitalisiert und an das Institut an der Panthersville Road geschickt wurde. Er fragte Leo Donnelly. "Ist der Vater unterwegs?" "Ein Streifenwagen holt ihn vom Flughafen ab. Sollte jeden Augenblick hier sein." "Sehr gut, Detective." Pete warf ihm einen strengen Blick zu. "Ich hoffe doch, Sie werden alle trockenen Kommentare oder schlechten Witze für sich behalten." Leo hob die Hände. "Ich bin nur wegen der Identifikation hier, damit ich den Fall weitergeben kann." "Na dann ist gut. Vielen Dank." Ohne weitere Vorbereitung nahm Pete den oberen Rand des Tuchs in beide Hände und zog es zurück. Faith keuchte auf. Ihre Hand schnellte zum Mund. Doch ebenso schnell senkte sie sie wieder. Ihr Kehlkopf arbeitete. Sie blinzelte nicht. Faith hatte derlei Dinge noch nie gut ertragen, aber sie schien entschlossen, standhaft zu bleiben. Normalerweise teilte Sarah ihr Unbehagen. Sie hatte gedacht, nach all diesen Jahren immun zu sein gegen die Entsetzlichkeit von Gewalttaten. Aber beim Zustand der Leiche dieser Frau drehte sich wirklich einem der Magen um. Sie war nicht nur umgebracht worden, man hatte sie verstümmelt. Quetschungen schwärzten ihren Torso, winzige rote Ödeme brachen durch die Haut, eine Rippe hatte das Fleisch durchstoßen, die Eingeweide hingen zwischen den Beinen. Aber das war noch nicht das Schlimmste. Sarah hatte noch nie das Konzept des Bösen geglaubt. Sie betrachtete das Wort als eine Art Ausrede, als Möglichkeit, Geistesgestörtheit oder Verderbtheit wegzuerklären. Ein sicheres Wort, hinter dem man sich verstecken konnte, statt der Wahrheit ins Auge zu sehen, dass Menschen zu abscheulichen Taten fähig waren, dass uns nicht viel davon abhielt, unseren niederen Trieben nachzugeben. Dennoch war das Böse der einzige Begriff, der Sarah in den Sinn kam, als sie dieses Opfer betrachtete. Es waren nicht die Quetschungen,
die Risse, nicht einmal die Bissspuren, die sie schockierten. Es waren die methodisch gesetzten Schnitte an den Innenseiten von Armen und Beinen der Frau. Es war das Kreuzstichmuster, das in fast schnurgerader Linie an Hüfte und Torso hinaufwanderte. Ihr Angreifer hatte das Fleisch so aufgerissen, wie man eine Naht in einem Kleid aufreißen würde. Und dann war da ihr Gesicht. Sarah konnte sich nicht einmal ansatzweise vorstellen, was man mit ihrem Gesicht getan hatte. Die Röntgenaufnahmen zeigen, dass das Zungenbein gebrochen ist, erklärte Pete. Sarah erkannte die vertrauten Quetschungen am Hals der Frau. Wurde sie nach dem Strangulieren aus großer Höhe hinabgeworfen? Nein, sie wurde vor einem einstöckigen Gebäude gefunden. Der Eingeweidevorfall scheint eher von prämortal zugefügten äußeren Verletzungen herzurühren. Ein stumpfer Gegenstand oder eine Hand. Wirkt dieses Streifenmuster auf dich wie Fingerspuren, vielleicht von einer geballten Faust? Ja. Sarah kniff die Lippen zusammen. Die Schläge mussten von einer enormen Gewalt gewesen sein. Der Mörder war offensichtlich fit, ein großer Mann und zweifellos rasend vor Wut gewesen. Auch wenn die Welt sich verändert hatte. Es gab da draußen immer noch Männer, die Frauen per se zutiefst verabscheuten. Pete, Dr. Hansen, warf Amanda ein. Nur für die Aufnahme, was ist der geschätzte Todeszeitpunkt? Pete lächelte. Ich würde sagen, irgendwann zwischen 3 und 5 Uhr heute früh. Faith bemerkte. Der Zeuge, der den grünen Transporter gesehen hat, war gegen 4:30 Uhr joggen. Er kannte allerdings weder Hersteller noch das Modell. Sie konnte Sarah immer noch nicht ansehen. Wir haben ihn zur Fahndung ausgeschrieben, aber das ist wahrscheinlich eine Sackgasse. 4:30 Uhr heute Morgen erscheint mir auf jeden Fall plausibel, sagte Pete. Wie wir alle wissen, kann ein genauer Zeitpunkt zum Tod wissenschaftlich nicht exakt eruiert werden. Tja, immer noch genau wie früher, schnaubte Amanda. Sarah? Pete winkte sie zu sich. Warum nimmst du nicht die linke Seite, während ich die rechte nehme? Sarah zog sich frische Handschuhe über. Will trat zurück, als sie um den Tisch herumkam. Er war zu still. Er reagierte nicht auf ihre fragenden Blicke. Sarah hatte das Bedürfnis, etwas für ihn zu tun und zugleich das überwältigende Gefühl, sich dieser Toten gegenüber ehrerbietig verhalten zu müssen. Irgendetwas sagte ihr, dass ihr Letzteres bei Ersterem helfen würde. Dies hier war Wills Fall, ganz gleich, welche Lüge Amanda ihr aufgetischt hatte. Offensichtlich verband ihn irgendetwas Emotionales damit. Sarah hatte noch nie jemanden gesehen, der so verloren gewirkt hatte. Und sie verstand jetzt auch Pete's Wunsch, dass jemand, dem er 100%ig vertraute, in diesem Fall als Gutachterin auftreten sollte. Jeder Quadratzentimeter dieses Opfers schrie nach Gerechtigkeit. Wer Ashley Jordan angegriffen und ermordet hatte, hatte ihr nicht einfach nur wehtun wollen. Er hatte sie vernichten wollen. Sarah spürte eine leichte Veränderung in ihrem Bewusstsein, als sie sich auf die Prozedur vorbereitete. Auch Jurys schauten sich CSI-Folgen im Fernsehen an und kannten die Grundzüge einer Autopsie, aber es war die Aufgabe des Medical Examiner, sie durch die Wissenschaft hinter jedem der Befunde zu führen. Die Beweismittelkette war sakrosankt. Objektträgernummern, Gewebeproben und sämtliches Spurenmaterial wurden gespeichert und katalogisiert. Alles wurde auf schreibgeschützten Bändern gesichert, die nur im GBI-Labor geöffnet werden konnten. Spurenmaterial und Gewebeproben wurden auf DNS untersucht. Diese DNS konnte dann hoffentlich mit der eines Verdächtigen in Übereinstimmung gebracht werden. Und dieser Verdächtige würde dann aufgrund unanfechtbarer Beweise verhaftet werden. Pete warf Sarah einen Blick zu. Und sollen wir anfangen? Es gab 2 Edelstahlschalen mit identischen Instrumenten. Hölzerne Sonden, Pinzetten, flexible Lineale, Glasröhrchen und Objektträger. Pete hielt sich ein Vergrößerungsglas vors Auge, als er sich über die Leiche beugte. Anstatt oben am Kopf anzufangen, konzentrierte er sich zunächst auf die Hand des Opfers. Wie Beine und Torso war auch das Fleisch an Unterarm und Handgelenk in gerader Linie aufgerissen worden. Die Linie setzte sich unter dem Arm U-förmig fort und von dort aus weiter bis zur Hüfte.
Du hast sie wirklich nicht gewaschen? Fragte Sarah. Die Haut wirkte wie frisch geschrubbt. Ein schwacher Seifengeruch hing in der Luft. Nein, antwortete Pete. Sie sieht sauber aus, bemerkte Sarah für die Aufnahme. Der Schambereich ist rasiert. Keine Stoppeln auf den Beinen. Mit ihrem Daumen drückte sie in die Haut rund um die Augen. Augenbrauen zu einem akkuraten Bogen gezupft, falsche Wimpern. Sarah konzentrierte sich auf die Schädelhaut. Die Haarwurzeln waren dunkel, die verbliebenen Strähnen unregelmäßig gelb und weiß. Sie trägt blonde Extensions, sie sind dicht an der Kopfhaut befestigt. Sie müssen also verhältnismäßig neu sein. Sarah arbeitete mit einem feingezahnten Kamm, so behutsam sie konnte, und zog ihn vorsichtig durch die eingewebten Haarverlängerungen. Auf dem weißen Papier unter dem Kopf des Mädchens zeigten sich Schuppen und Asphaltpartikel. Sarah nahm Proben für die Untersuchung und legte sie beiseite. Als nächstes untersuchte sie den Haaransatz, suchte nach Einstichwunden und anderen Details, die dort nicht hingehörten. Dann untersuchte sie die Nasenlöcher mit einem Otoskop. Nasal sind ein paar Zersetzungen festzustellen. Die Scheidewand ist eingerissen, aber nicht perforiert. Meth? Vermutete Pete, was beim Alter des Opfers nicht abwegig war. Er hob die Stimme. Entweder war das Diktaphon alt oder er benutzte es nicht allzu oft. Die Fingernägel sind professionell manikürt. Die Nägel sind leuchtend rot lackiert. Dann wandte er sich an Sarah. Wie sieht es auf der anderen Seite aus? Sarah hob die Hand der Frau. Der Körper befand sich im frühen Stadium der Leichenstarre. Das Gleiche an dieser Hand, manikürt. Derselbe Lack. Sie wusste nicht, warum Pete den Fingernägeln so große Aufmerksamkeit schenkte. Man konnte in Atlanta keinen Stein werfen, ohne ein Nagelstudio zu treffen. Der Lack auf den Fußnägeln ist ein anderer, sagte er dann. Sarah sah sich die Zehen des Mädchens an. Sie waren schwarz lackiert. Lackieren sich Frauen für gewöhnlich die Zehennägel anders als die Fingernägel? Sarah zuckte mit den Schultern, Faith und Amanda ebenfalls. Na gut, sagte Pete und wollte schon fortfahren, aber die ersten Takte von Brick House schnitten ihm das Wort ab. Oh, Entschuldigung. Leo Donnelly zog sein Handy aus der Tasche und warf einen Blick auf die Anruferkennung. Das ist der Streifenbeamte, den ich zum Flughafen geschickt habe. Daddy Jordan wartet wahrscheinlich schon vor der Tür. Er ging nach draußen, während er den Anruf entgegennahm. Donnelly? Bis auf das Summen des Motors oben auf dem begehbaren Kühlschrank wurde es wieder still im Saal. Sarah versuchte, Wills Aufmerksamkeit zu erregen, aber der starrte nur zu Boden. Oh Gott! Faith ärgerte sich nicht über Donnelly. Sie sah sich das Gesicht des Opfers an. Was zum Teufel hat er nur mit ihr gemacht? Ein Klicken war zu hören, als Pete's Fuß das Diktaphon ausschaltete. Er sprach zu Sarah, als hätte sie die Frage gestellt. Ihr sind Augen und Mund zugenäht worden. Pete musste beide Hände benutzen, um eins der zerfetzten Lider offen zu halten. Sie waren in dicke Streifen zerteilt und sahen aus wie die Lamellen des Plastikvorhangs im Kühlraum eines Metzgers. Man sieht, wie der Faden die Haut zerschnitten hat. Woher weißt du das? Pete beantwortete die Frage nicht. Diese Linien am Torso, an den Innenseiten der Arme und Beine. Hier wurde ein dickerer Faden benutzt, um sie bewegungsunfähig zu machen. Ich vermute, dazu wurde eine Polsterernadel geführt. Wahrscheinlich mit einem gewachsenen Faden oder einem Garn mit Seidenbeimischung. Wahrscheinlich finden wir genügend Fasern für eine Analyse. Pete reichte Sarah das Vergrößerungsglas. Sie betrachtete die Wunden. Wie auch bei Augen und Mund des Opfers war die Haut zerfetzt. Das Fleisch hing in gleichmäßigen Abständen herunter. Sie sah die roten Punkte, wo die Nadel mit dem Faden eingedrungen war. Nicht nur einmal, nicht ein paar Mal. Die Narben sahen aus wie die Löcher in Sarahs Ohrläppchen, die sie sich als Kind hatte stechen lassen. Vielleicht hat sie sich von der Matratze oder woran sie sonst festgenäht war, losgerissen, als er anfing, sie zu schlagen, gab Amanda zu bedenken. Pete ging näher auf die Hypothese ein. Es könnte auch ein unkontrollierbarer Reflex gewesen sein. Er schlägt sie in den Bauch, sie krümmt sich. Sie reißt den Mund auf, sie reißt die Augen auf. Und dann
Dann schlägt er sie wieder und wieder. Sarah schüttelte den Kopf. Er traf vorschnelle Schlussfolgerungen. Sag mal, ist mir irgendetwas entgangen? Pete steckte die Hände in die Taschen seines Laborkittels und sah Sarah stumm und mit der gleichen aufmerksamen Intensität an, die er an den Tag legte, wenn er ein neues Verfahren unterrichtete. Amanda antwortete für ihn: Dies hier ist nicht das erste Opfer unseres Mörders. Sarah verstand kein Wort. Sie fragte Pete: Woher weißt du das? Will räusperte sich. Sarah hatte beinahe vergessen, dass er sich ebenfalls im Saal befand. Weil meiner Mutter genau das Gleiche angetan wurde. Danke, Dietmar Wunder. Thank you for writing, but it's hard stuff. Now, we have three more questions from lovely books, and I would suggest we take three questions from the floor, if that's okay with you. Also es sind noch drei Fragen aus dem Livestream gekommen, und dann werde ich drei von Ihnen drannehmen. Alle kann ich nicht sehen, aber irgendwie kriegen wir das schon hin. Die erste Frage kommt von Verena, und sie fragt danach, was für Bücher Karen Slaughter selbst als Teenager gern gelesen hat. Verena wants to know, what kind of books did you read when you were a teenager? I'm sure there's a really awful German equivalent to Flowers in the Attic by V.C. Andrews. I thought it was a love story when I was growing up. It's about two brothers and two sisters who are trapped in an attic by their evil mother. And one of the brothers and one of the sisters ends up falling in love with each other, and they have children. And there are many sequels where their children are raised. And every one of my generation who read this thought it was the most romantic story ever. And then we got older and realized it was disgusting because it was incest. But that was the sort of book when I was a hormonal teenage girl that I really loved. Also sie vermutet, dass es irgendwas Entsprechendes auch in der deutschen Literatur gibt. Mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein. V.C. Andrews, Blumen auf dem Dachboden. Da geht es eben um Inzest, weil eine schreckliche Mutter ihre Söhne und Töchter zusammensperrt. Und zwei von denen verlieben sich, ein Bruder und eine Schwester, und haben dann auch Kinder miteinander. Und sie und auch andere haben als hormongesteuerte Teenager das für eine sehr romantische Liebesgeschichte gehalten und erst später gedacht, dass es doch ziemlich schrecklich ist. I can't think of any equivalent right now, but maybe people come up with suggestions I'm later sure on. I'm sure you were reading literature, though. I was reading trash, too, okay. Yes. I tried to help. So, and the next question, you will love this one. How about Jeffrey? Did you ever regret letting him die? Well, thanks for ruining it for everyone who hasn't read that. No, I didn't. And I'll say why, because it was a very thought out decision. And I knew when I wrote the third book that this was going to come. And so I was able to plan it. I was able to write the first and the second Will Trent books so that I could get Will ready to meet Sarah Linton. I wanted to make sure that it was for a purpose. And I think that Sarah has changed a lot since she's met Will. She was a very black and white person, and now she's really someone who understands gray areas. And honestly, I took a very hard stand when I started writing that I was going to make things as realistic as possible. And so it's very believable that as many bad people as Jeffrey pissed off, that one of them would eventually strike back, and that's what happened. And just from a story writing standpoint, they were getting to be too happy. And you think you want to read about really happy people, but even in romances, they don't get along at first, and the happy ending is they get along. And so it's been really interesting because people always say to me,
after I wrote my this book, they say, "Well, when's the next Will Trent book?" And I say, "Well, you know, they're pretty happy, so don't push me." Also, die Frage ist ja ein bisschen sowas, was man einen Spoiler nennt, weil es schon ein Ende verrät. Aber ich denke, es wird trotzdem das Vergnügen, diese Bücher zu lesen, nicht schmälern. I must contradict you on one point. It's not ruining reading these books, you know, the question. Even if one knows, one can still enjoy reading your books. Thank you. I may just add that. Das wird sie sehr, sehr oft gefragt. Sie hat es nie bereut, denn nur so ist es jetzt ja auch möglich geworden, dass Sarah Linton und Will Trent zusammentreffen. Sie hat schon, als sie die Grand County-Serie schrieb, sozusagen nach dem zweiten Buch gewusst, dass das so enden wird. Es ist ja auch sehr realistisch und sie schreibt ja realistisch, denn jemand, der so viele Verbrecher hinter Schloss und Riegel gebracht hat wie Jeffrey, der läuft einfach auch Gefahr, dass jemand Rache übt und dass da etwas Schreckliches passiert. Also es ist realistisch, aber es hat noch einen anderen Vorteil oder sozusagen, wenn man schreibt, die beiden, Jeffrey und Sarah, waren einfach zu glücklich miteinander. Und zwar denkt man vielleicht, dass das schön sei, über glückliche Menschen zu lesen, aber es wird dann auch langweilig. Und deshalb ist sie damit durchaus zufrieden. Jetzt wird sie immer schon gefragt von ihren Lesern und Fans, wann kommt der nächste Will Trent-Roman, weil dieser Coptown-Roman, den sie vorhin erwähnt hat, ein sogenannter Standalone im Moment ist mit neuen Figuren. Aber dann sagt sie, also drängt mich nicht, denn die sind im Moment ziemlich glücklich und deshalb hat sie sich jetzt erstmal mit anderen Figuren beschäftigt. We don't want to give you any idea, you know, about Will and Sarah being too happy. Well, but there, don't worry, there are plenty of Will and Sarah books coming. I love writing about them. There will be many more Good. Books. Mm-hmm. Also ein Versprechen hier vor Zeugen. This is really a promise you made in front of a lot of witnesses. In church. Yes, in church. Do we have a Bible somewhere? And which one of your books do you like yourself best? Welches Buch von Ihren eigenen gefällt ihr am besten? Möchte Lieselotte 21 wissen. Lieselotte 21 would like to know this. I like the fourth book of both series. I think I've got that right. So that would be Indelible and a book that's called Undone in the U.S. and it's called Genesis Everywhere Else. And I love both of those books. One of them is because it's about, Indelible is a love story about Jeffrey and Sarah and how they met. And then Undone is really Sarah grieving the loss of the love of her life. And I think that those two books complement each other. I went back and looked at a lot of the stuff I wrote in Indelible just to make sure that, you know, all of the stuff that Sarah talks about that made her fall in love with him is there. Also es sind eigentlich bei beiden Serien die vierten Bände, die ihr am besten gefallen. Von der ersten Grand County-Serie Schattenblume, Indelible auf Englisch, und von der Will Trent-Serie, der Roman hat verschiedene Titel, Genesis im Englischen und der US-amerikanische Titel ist Undone. Und da hat sie die beiden ja das erste Mal zusammengeführt. Das sind eigentlich die Bücher, die ihr am besten gefallen. What about the books that you are going to write next? Sometimes I think those could also be one's favorite books, you know, the ones that Absolutely. You haven't written yet. Well, you know, authors always say their favorite book is the one they just finished writing. Mm-hmm. Also, But I love Coptown, which will be out in Germany next year. I had so many stories from women from the 1970s that I didn't get to tell in this book. And so I wrote Coptown. It has new characters. It takes a place a year before the events in Criminal. And, I mean, it was really fun writing. And, you know, in the 70s you can be racist and sexist and abusive and all these awful things that you don't really allow now. So it was really fun having all these people who were just really horrible people. Also sie mag eben auch recht gerne diesen neuen Roman Coptown, der nächstes Jahr auf Deutsch erscheinen wird, der ein Jahr spielt vor diesen Geschehnissen, die hier schon in die 70er Jahre zurückführen, 74, 75. Und damals waren die Leute eben noch rassistisch, sie waren sexistisch. Alles, was heutzutage nicht mehr geht, weil man politisch korrekt sein muss, das hatten die noch drauf und das hat beim Schreiben sehr viel Spaß gemacht.
weil man eben so wirklich böse sein kann. So you like to be mean once in a while yourself, like Amanda? Yeah, those are my favorite lines actually, when Amanda says something really awful. I just get such a pleasure out of that. Also es gefällt ihr gut, wenn Amanda was richtig Böses sagt und wenn Dietmar is reading her, I think that's quite nice too. Ja, ist jemand mutig von Ihnen und möchte hier nach vorne kommen? Das ist ja, kommen Sie bitte zum Mikrofon, das hier vorne steht, damit man Sie gut verstehen kann, auch im Internet. Also sie hat gehört, dass die Grand County-Serie in eine Fernsehserie sozusagen also verfilmt werden soll fürs Fernsehen. Und sie möchte gerne wissen, ob das wahr ist. Actually, it's going to be the Will Trent series. And after here, I'm going to London to meet with the production company. It's Yellowbird, and they have done The Girl with the Dragon Tattoo. They've worked with Yo Nesbo and Lisa Marklin, who's a fantastic writer. They're very interested in the writer being involved, except for Stieg Larsson, of course. He was unavailable. I waited many years to give the rights to the right people who really understood what I was doing, and I'm very happy with them. But don't get excited, because I've learned with Hollywood that, you know, anything can crap out at any minute. So I'll believe it when it's showing in Germany. Also es ist in Wahrheit die Will Trent-Serie, die verfilmt werden soll als Fernsehserie. Und sie fliegt jetzt im Anschluss an diese Lesereise hier nach London, um die Leute von der Produktionsfirma zu treffen, Yellowbird. Sie hat sehr lange gewartet, bis sie die Filmrechte vergeben hat, um wirklich auch jemanden zu finden, der das gut macht. Und die sind dafür bekannt, die haben schon Yo Nesbo und Lisa Marklund verfilmt und arbeiten auch mit den Autoren zusammen, außer bei Stieg Larsson, der dann nicht mehr dafür zur Verfügung stand. Und da ist sie zuversichtlich, aber andererseits darf man es nicht zu sehr sein, weil Hollywood und überhaupt im Filmgeschäft, da geht auch immer mal etwas so, dass es dann doch nicht stattfindet. Also warten wir es ab oder drücken wir die Daumen. We keep our fingers crossed, but I think for us also the main thing is reading your books. And so as long as you keep doing that, we let the others do their job as well, right? Ja, noch jemand, der eine Frage stellen möchte? Manches kann ich jetzt nicht sehen, dann müssten Sie sich schon vielleicht hinstellen. I think there would be many questions if they didn't have to stand up. Uh-huh. Dietmar? Yeah. Why did you let... No, I don't ask. Nein, okay. Also mich würde noch interessieren, in dieser Szene, die wir gerade gehört haben, wenn Sarah Linton über das Konzept des Bösen nachdenkt, weil das sich einfach auch nochmal in der Kirche anbietet. I think being in the church, it would make sense to ask you... I hope it makes sense. When we listen to the scene, Sarah is thinking about the concept of evil, mm-hmm. and she thinks that's really a pretext for people not wanting to look at reality. Is that part of your own opinion as well? Was that something that you feel yourself and that you sort of attributed to Sarah thinking that? Absolutely. You know, I think that when we say someone who does something awful is evil, we sort of give them an excuse for their behavior. So, you know, a person who commits a mass shooting at a school or a theater or something like that, we just say, well, they're evil. Well, we know now that a lot of them are just mentally ill. And they hear voices, and the voices tell them to do these awful things, and that's how it happens. So, you know, just saying someone's evil is an excuse, I think. And it also gives you some sort of separation. After 9/11, George Bush was famous for saying, we're going to get rid of all the evildoers. And that made them these other people who were possessed by something that was different from the good stuff that we're possessed by. And I think separating that is a very dangerous thing, because the fact is people commit crimes and they do awful things for a reason. And whether it's mental illness or it's some sort of hatred that drives them, or, you know, they read a passage in the Bible and they think, well, that justifies what I want to do, or they read a passage in my book or Jeffrey Deaver's book or Jodi Picoult, and they say, well, Jodi Picoult is telling me to kill a bunch of people, which
hopefully that won't happen, but people find justifications for everything that they do, but generally there's a reason behind that. Also das ist tatsächlich auch ihre eigene Haltung, das ist eine Ausrede, wenn man sozusagen das Böse dann vorschiebt, wie auch damals bei George W. Bush in dieser berühmten Rede, also wir werden jetzt gegen die Achse des Bösen vorgehen. Zum einen ist es eine Ausrede, man macht es sich damit zu leicht, weil man dann nicht die Gründe versteht, die jemanden bewegen, einen Amoklauf zu begehen zum Beispiel, weil es ja oft Krankheiten sind, Menschen, die psychisch gestört sind oder wie es hier im Buch ja auch heißt, geisteskrank sind. Zum anderen aber trennen wir dann diese Menschen sozusagen von uns ab und machen uns es damit auch wiederum zu leicht, weil man dann nicht sieht, dass das sozusagen Teil des menschlichen Wesens auch ist. Yes, so that's really heavy stuff for tonight. Hat sich jemand inzwischen noch Mut angedacht? Nein. Gut. Ja, doch, da vorne. Kommen Sie nach vorn. So the question is, do you have maybe characters where you were thinking of an alternative ending? Also die Frage ist, ob die Frage ist, ob es Figuren gibt, für die Sie auch eine alternative Handlungsmöglichkeit oder einen alternativen Ausgang überlegt hatte und warum hat sie sich dann dagegen entschieden? Well, I thought that he meant Jeffrey, but he means anybody. You know, when people always say, well, can't Jeffrey wake up? You wake up and he's in the shower like Bobby in, you know, the whole Dallas thing. And, you know, it is tempting when I go out and people ask about him, because I'm not kidding. Everywhere I go, even though it was 7 years ago, every single event, someone asks. And if they don't ask, then they come up to the table after and they don't have a book and they say, I'll never forgive you. Sometimes I do think, well, maybe I could write a prequel and a short story. But, you know, then I think, well, Sarah is so invested in Will now that it would be really creepy and kind of slutty for her to go back to Jeffrey after all these years. But, you know, some of the books, most of the books, I'm very careful about the ending. And when I start writing it, I know how the book will start and I know how it ends. And I know who the bad person is, because I think it's very important for you guys when you're reading these books, when you get to the end, and you find out who the bad person is, you say, oh, that makes sense, not who is this? And we've all read books where we've just gotten to the last 50 pages and we thought, the author has no idea how to land this whale. So I'm very careful about that. So there wouldn't be any alternative ending or alternative life path, though sometimes I think I'm really hard on Lena Adams. I think in the next book with... that you'll have in Germany, it's called Unseen, and it has Will Trent and Sarah. It also has Lena Adams. I think you'll be surprised what she's been up to. Also, sie plant ja sehr genau und plottet sehr genau, deshalb weiß sie schon sehr genau, wenn sie anfängt, auch wie es ausgehen wird. Und man merkt es eben ja auch oft, wenn man liest und die Autoren das nicht gemacht haben, 50 Seiten vor Schluss, wenn der Autor noch gar keine Ahnung hat, wie es ausgehen wird. Also das ist bei ihr doch sehr anders. Sie dachte erst, die Frage bezieht sich auf Jeffrey, weil sie darauf so viel angesprochen wird. Es gibt Menschen, die ihr das nicht verzeihen und dann auch keine neuen Bücher kaufen. Aber was soll sie machen, also den jetzt wieder in der Dusche auferstehen lassen? Das ist vielleicht dann doch nicht so sinnvoll. Zumal ja auch mit Will Trent und Sarah jetzt ganz glücklich miteinander sind. Aber es gibt schon einige Dinge, auf die wir uns freuen können. Eben auch das nächste Buch, das dann im Deutschen erscheinen wird. Da hat sie doch ganz schöne Dinge vor. Also sie hat das sehr genau geplant. We are in good hands reading your books. So, ja, ich hatte ja drei versprochen, falls noch jemand kommen möchte. Sonst, glaube ich, wollen Sie auch gerne jetzt einfach das Buch erstehen und lesen. I think everybody wants to get up and get a book and go on reading. Ich möchte gerne enden
Wir haben uns heute auf der Bahnfahrt über Horoskope unterhalten und ich habe aus der Tageszeitung Karens Horoskop mitgebracht und das wollte ich jetzt eigentlich am Schluss kurz vorlesen und auch Dietmars. You know, this is our last night, so we can do it a bit differently than at other nights. We talked about horoscope on the train and now we talked a little bit about religion and of course we are not superstitious that much, but you said... that you only believe in horoscopes when it's something nice in there. Yes, yes. So I thought I should bring this. Also Karen hat heute gesagt, sie glaubt nur an Horoskope, wenn etwas Nettes drin steht. And you know, your horoscope for just tonight, it says for, let me see, Capricorn, he saw there's a lot of movement in your job. Well. And if in case you are doing something in public, you will be extremely popular. So I would like a second translation of also, this, please. Im Job bewegt sich etwas, wer in der Öffentlichkeit wirkt, erfreut sich jetzt besonderer Popularität. So when you get out there and you have your audience, you are especially loved and especially popular with your audience. And I thought that was so nice. Yes, and it was I'll so believe true. That one, okay. So you can believe that one. But I also brought one for Dietmar. And Dietmar, now that we are not traveling together anymore, it says, beware of cigarettes and alcohol. So. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken bei allen, die diesen Abend möglich gemacht haben. Natürlich hier bei St. Katharinen, bei den tollen Leuten. Was denn? What's yours? Oh, mein! Oh. Das muss ich jetzt vorlesen. I'm not cheating. It's really true. Zwilling. Well, the advice is to ignore people who attack me, but nobody is attacking me, so I can skip that. And but it's the advice is that I should seek for emotional bonding, which I try to do with you. Also ich soll emotionale Nähe suchen. Ich habe es versucht mit Ihnen. Also ich war ja bei meinen Danksagungen. Dank natürlich an Harbourfront, an die Buchhandlung Heimann, die da hinten den Büchertisch betreut, an den Blanvalier Verlag, die wunderbare Reiseplanung, die uns jetzt nach mehreren Tagen nach Hamburg als letztes geführt hat, was ich besonders schön finde. Und dann natürlich an Lovely Books und alle, die das sonst geguckt haben. Ihnen vielen Dank fürs Kommen. Der größte Dank aber natürlich an Dietmar Wunder für die tolle Lesung. And my thanks to you, Karen, for coming over and sharing all these thoughts and insights and writing these books that everybody is enjoying so much. And I also, before everybody applauses, ich habe auch noch das Horoskop für Sie. I also have the horoscope for the audience. Oh. You will have very spooky nights. Does it really say that? Das Signieren wird jetzt vorne stattfinden.